Puh, mal wieder ein Livestream, weil es gibt unendlich viele Icon-Packs, in denen man alles Geiles ziehen kann, was es so gibt. Tutti-Icons, Thunderstruck-Icons, Winter-Wildcard-Icons, alles, was es halt Geiles gibt. Das heißt, egal ob Pili Winter-Wildcard, R9 Tutti-Icon, Future-Stars muss ich einmal abchecken. Können wir Ronaldinho Future-Star auch da kriegen? Future-Star, glaube ich, schwer, oder? Centurions noch? Ne, Future-Star ist das Einzige, was nicht dabei ist, weil ich habe ja Ronaldinho eh. Deswegen passt das. Davon müssen wir ein bisschen was heizen. Sag ich ehrlich, da müssen wir ein bisschen was von aufmachen. Was geht ab Gold, was geht ab Matteo? Auch jedes Mal dabei, ne? Was geht ab Dani, was geht ab Malik, was geht ab Merlin? Moin Masum. Was geht ab? Alles gut bei euch? Wir müssen ein bisschen gucken, wie wir Futter zusammenbekommen. Das ist eins, wo ich ein bisschen strugglen werde, weil mein Verein, was Futter angeht, super leer ist. Wahrscheinlich müssen wir viel kaufen einfach. Was geht ab Batmax? Was geht ab Jason? Der beste YouTuber ist am Start, korrekt, danke. Was geht ab Harun, moin BW, was geht ab JD World, was geht ab Dini, moin Jason, Heidi, Kai, Miltiades, Mike, Jan. Cool, 5VK gezogen. Ist okay, naja, sagt er, zieht immer nur Verteidiger, aber keine schlechten, wird trotzdem mal Angreifer. Ja gut, wenn man schon genug Verteidiger hat, dann bringt das eigentlich nicht so viel, noch Verteidiger zu ziehen. Ich hatte ja, aber kann ich spoilern? Das ist ja noch nicht online gegangen. Aber in meinem ersten Icon-Pack, das ich geöffnet habe, hatte ich direkt eine Tutti-Icon. Also die Chance, so eine Tutti-Icon ist ja safe 0,001%. Ich habe fast noch niemanden gesehen, der eine Tutti-Icon gezogen hat. Dann war es halt auch Czech, ne? Natürlich jetzt keine, die so 5 Millionen wert war, aber Czech trotzdem mächtig. 700k kurz daraus gezogen. Das ist crazy. Kannst du Alessandro grüßen? Er liebt deine Videos. Grüße an Alessandro. Grüße, Grüße. Grüße aus München-Gladbach. Jo, zurück, zurück. Was geht Lesinki, was geht Marvin, was geht Sonja? Grüße an euch alle. Also ich hatte zwei von diesen Packs bisher geöffnet. Eins war sehr nice, eins war sehr schlecht. Die meisten davon sind, glaube ich, schlecht. Meistens sieht man so Base-Icons, ne? Ich sag 80% sind Base-Icons, die nicht so nice sind. Aber wir werden versuchen, gute Sachen zu ziehen. Das ist unser Ziel. Ich hatte vorhin noch 6 81-Plus-Picks vorbereitet. Für mehr hat mein Futter nicht gereicht. Richtig gammeliger Verein, ey. Aber jetzt, weil die sind abgelaufen, die sind ja 19 Uhr abgelaufen, aber um 19 Uhr kamen jetzt 80 plus Picks, was sogar auch nice ist, also weil da die Bedingung niedriger ist. Mein Team Albtraum, ja, dagegen will man glaube ich nicht spielen, da kommt schon was auf einen zu. Damit kann man arbeiten. Ja, was Besseres als Nester in der Innenverteidigung wäre vielleicht machbar, aber ja, all in all schon köstlich. Ja. Das ist halt so das, was ich momentan habe. Weil ich würde wahrscheinlich Zidane auch nochmal geil als Bruno, oder? Wieso wäre jetzt die Chemie hochgegangen, wenn ich ihn für Ronaldinho reingetan hätte? Weil jetzt verliere ich einen Premier League, ne? Oder einen. Ah, den Portugal League. Deswegen ist nicht hochgegangen. Check! Check! Seit wann bist du online? Seit einer Minute. Weil ich habe ja momentan noch Puteas im Verein. Die eigentlich auch richtig geil. Ich glaube, ich würde sogar so zocken, Mann. Wollen die noch irgendeinen besseren Innenverteidiger? Da kann das ganze Team spontan hier upgraden. Na ja, schon ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wie lange ich den noch behalte. Das ist kein Innenverteidiger. Okay, ich glaube, dann hätten wir echt das Beste aus dem Verein jetzt aufgestellt. Stabil! Stabil! Ronaldo, Messi, Neymar, alles, was das Herz begehrt. Also, wir machen uns schon mal ready für das erste Icon Pack. Wann bist du auch gerade erst Stream gestartet? 3 Minuten? Bei 3 Minuten ist der Stream jetzt am Start. So, warte mal, wir gucken mal rein. 85 ist schon mal nicht schlecht. Gibt Rating. Es reicht sogar, wenn die so 83 oder so haben. 87? Warte mal, 86 auch noch? Lol. Vielleicht hätte ich einfach 100 von diesen Picks machen sollen. Hä, die scheinen ja richtig gut zu sein, dafür, dass man nur Non-Rares und Rare abgegeben hat. Das ist ja richtige Storms. Double Walkout direkt mit Special Card. Ich wollte doch sowieso gerade sagen, dadurch, dass ja gerade ja Re-Release von so vielen Karten ist, bei diesen Re-Releases zieht man voll häufig immer diese Special Cards und diese ganzen Karten, die EA wieder in die Packs reingemacht hat. 83 passt voll. Da können wir mit arbeiten. Wie gut! Ja, warum sind die abgelaufen? Das ist ja super schade. Das ist ja sehr schade.
Ja, der geht halt auch noch für Discount-Preis, aber ich werde den ja sowieso für die SBC benutzen. 84 auch solide. Auch sehr solide. Und davon 100 Stück hätten jetzt sehr geschallert. Da wäre, glaube ich, alles möglich gewesen. Und über den Pack nehmen wir auch einfach schnell mit. Okay. Hauptsache nochmal ein paar Rares. Kann man direkt reinkloppen. So, also, ihr habt es ja gesehen am Anfang, oder beziehungsweise, ich kann es dir ja nochmal zeigen, Anchor Icon Pack habt ihr sicherlich mitbekommen, ist ja jetzt seit 2 Tagen, glaube ich, draußen, aber man kann echt geile Sachen darin ziehen, ist halt verrückt, und endlich wiederholbares Icon Pack, wo auch Centurion, Thunderstruck, Winter Wildcard Icons und Tutti Icons drin sind, also oft wird man wahrscheinlich eine Base Icon ziehen, aber die Möglichkeit, dass man was Krasseres zieht, besteht auf jeden Fall auch, und alleine mit den Sachen, die wir jetzt gerade aus diesen Picks rausgeholt haben, ich sortiere mal nach Neueste, kann man schnell was machen, das sollte fast reichen für das 85er Team. Ich habe halt sonst leider nicht so viel im Verein. Das ist ein bisschen das Problem. Ein Haji oder so könnte ich auch mal abgeben. Ich glaube, seitdem ich den bekommen habe, habe ich den nicht ein einziges Mal gespielt. Ich habe echt viele Karten, die ich noch kein einziges Mal gespielt habe. So was schließt man ab, ne? Macht null Games damit. Ich check das nicht. Den habe ich am Anfang auch, glaube ich, ein paar Mal benutzt. Der hatte direkt danach auch eine andere Version. Skandal, sowas alles. Alles Skandal, aber unnötig in Inform reinzutun. Und wer weiß, ob man die nochmal braucht. Also die brauchen wir zu 99% alle eh nicht nochmal, aber egal, wir behalten sie einfach. Batmax, 29 Monate Support. Dankeschön, Batmax. Korrekt, korrekt, korrekt. Danke für den Support. So, das ist auf jeden Fall deutlich zu niedrig. Gucken wir mal, wie viele 85er wir hier reintun müssen. Oder wir holen direkt einen 87er einfach, dann müsste es das schon sein. Weil diese kosten ja auch gar nichts. So Ödegard oder so. Ja, entspannt ist entspannt. Ja, geht gut auf. Bist der beste YouTuber, korrekt. Danke dir, danke, danke, danke. Das freut mich zu hören. Ah, mit dem wenigstens. Okay, das teuerste Team haben wir und die anderen müssen wir eigentlich auch zusammenkriegen. Wobei wir gerade gesehen haben, dass ich kaum noch was über 80 im Verein habe. Was echt sehr lasch ist, aber it is what it is. Bronzekarte wird angezeigt, stabil. Du hast auch schon die besten. Ja, ich habe sehr krasse Spieler, aber zum Beispiel Mia Hamto, die Icon habe ich nicht mehr. Winter Wildcard Pelé hatte ich noch nie. Den hatte ich einfach noch nie. Und selbst wenn ich einen von den ziehe, den ich jetzt momentan habe, dann könnte ich ja den verkaufen, den ich habe. Zum Beispiel, es war ja auch so bei Czech, als ich Czech gezogen habe, konnte ich den Czech, den ich hatte, verkaufen, habe 800.000 Münzen gemacht. Also wenn ich zum Beispiel Ferdinand ziehen würde, Matthäus, dann könnte ich die verkaufen mit 5 Millionen machen, was halt schon einen großen Unterschied machen würde. Aber es gab Spieler, die habe ich bis heute noch nie gehabt. Liegt halt auch daran, dass die zum Beispiel extinct sind. Aber zum Beispiel im MVP Team of the Year hatte ich dieses Jahr noch nicht ein einziges Match. Vielleicht mal im Food Draft. Aber ich glaube, nicht mal im Food Draft hatte ich bisher MVP Team of the Year. Den hatte ich offiziell noch gar nicht. Van Dijk Toti auch noch gar nicht. So, und da, also unabhängig davon, dass die extinct sind, habe ich ja nicht, auch nicht mal genug Coins für die. Weil zum einen musste ich ja mein Stilo No Steel Team immer behalten. Da darf ich ja nie irgendwas verkaufen, außer wir upgraden oder downgraden. Das heißt, diese Spieler hier müssen immer in meinem Verein bleiben. Messi, Pelé, Haaland, Zidane, bla bla. So, da, die darf ich nie verkaufen, außer die werden geupgradet, gedowngradet. Die müssen im Verein rumliegen bleiben. Und dann habe ich halt noch das, die, die ich so, wenn ich selber zocke, einfach so ein bisschen rasieren will, tricksen will. Das ist momentan mein Team. Lang hatte ich ja R9 und Mia Hamm vorne drin so. Jetzt hatte ich Bock mal CR7 auszutesten, weil den, bis vor einer Woche habe ich den auch noch nie gezockt, so. Deswegen habe ich jetzt Mia Hamm verkauft, mir dafür CR7 geholt. Aber, also ja, ich habe schon viele Coins, aber ich habe jetzt auch nicht unendlich viele Coins, dass ich alle Spieler haben kann. Also wenn ich irgendeinen neuen geilen Spieler testen will, muss ich dafür einen anderen verkaufen. Und halt, wenn ich was Geiles ziehe hier, dann wird das schon auf jeden Fall weiterhelfen, dass man da nicht so, ja, nicht mehr so oft rotieren muss, sondern... Was brauche ich hier? 82er Rating oder 83er Rating? Ich glaube sogar 83er Rating, ne? Das wäre fatal. Das war mein bester Pull dieses Jahr. Ich hatte gar kein gutes Pack, glaube ich. Ich sag's ehrlich. Ich glaube, ich habe nicht einmal irgendwas Freshes gezogen. Dieses Jahr war wirklich ein riesiger Skandal. Also, sie mochten mich dieses Jahr gar nicht. Hauen wir sie einfach rein mit einer 85er. Das wird, glaube ich, noch nicht reichen. Ich brauche noch ein, zwei 83er. Schade, dann soll ein Team nicht zusammenbekommen, aber. Aber dann stelle ich aber auch direkt auf Innenverteidiger hier, damit ich dann nur so ein, zwei Seiten runtergehen muss. Das ist entspannter. Zack! Ja, dafür kosten die jetzt auch gar nichts. Discount-Preis gefühlt.
Vier Icon-Packs sogar besser, war Zanetti Base. Okay, das ist das ist richtig lasch. Also das ist echt richtig schlecht. Wie gesagt, ich habe einen gestern gemacht und da kam direkt Czech Tutti Icon. Aber wahrscheinlich könnte ich theoretisch heute 10 machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder jetzt sind alle so bei mir richtig krass und gönnen. Oder es sind... Ab jetzt alle richtig schlecht. Scheiße, was war das denn? Nicht, dass Allergie jetzt kickt. Wäre unangenehm. Sonst muss ich Allergietablette holen. Lohnt es sich für einen leer zu machen für die Icon SBC? Danke, danke für Gesundheit im Chat. Ja, was heißt für einen leer machen, ne? Also die ganzen Non-Rares von dir und die Low-Rated Rares und so kannst du schon reinhauen. Aber ich würde jetzt ja nicht meine High-Rated-Spieler da reinhauen. Da wird es schon bessere Möglichkeiten noch geben. Aber was heißt Non-Rares? Also du, damit ist gemeint, dass du... Hier, obvious, bringt Non-Rares nichts. Aber du tust deine Non-Rares und all sowas halt in den 80-plus-Player-Pick rein. Hier brauchst du 6 Non-Rares, ein Rare oder so. Davon machst du 50 Stück, dass du so deinen Müll aus dem Verein loswärst, den man sowieso mal doppelt ziehst. Und den öffnest du dann 50 Mal, da ziehst du dann genug, um ein paar Icon-SPCs zu machen. Aber jetzt also richtig seine High-Rateds reinzutun, man hat das ja im Chat gerade gehört. Oder hat irgendwas Geiles gezogen? Sag mal Bescheid, ob irgendjemand da... Ja... Irgendwas sehr Geiles da gezogen hat. Warum werden hier Frames ausgelassen? Was ist mit meinem Internet los? Was macht Internet Auge? Ich hatte Hammen Base, okay, das ist wild. Aber warst du traurig, dass es denn nicht die Toti-Icon war, oder warst du froh, dass es Hammen war einfach? Oder was tue ich hier für Ratings rein gerade? Das ist ehrlich, das ist kriminell. Also immer kann ich einen High-Rated Team of the Week immer... Was heißt High? Ich will jetzt auch nicht zu übertreiben. 85 einfach reintun. Dann muss ich hier unten mal gucken. Nur Schmutz. Okay. Ich bin zufrieden ab Spieler, die 400k wert sind. Ab da sage ich sehr, sehr gut. Xabi Alonso Thunderstruck. Ich weiß gar nicht, wie viel der wert ist. Okay, Toti Lothar Matthäus ist doch richtig geil. Zack. Komm mal hier. Aber wie, das reicht nicht, oder? Das wird den 82er sehr ehrlich ganz großer Quatsch. Ah! Oh, Walkout. Ich merke gerade, die SBC wird mir die Haare vom Kopf fressen. Gut, die hier kosten 11k und so, Ödegard, ne? Oh, entspannt. Okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ich würde gerade sagen. Ich bin nicht mal ein 83er hier drin und so. Warte mal, der war bei 11k, oder? Oder war ich verschätze mich jetzt ganz? Aber okay, hast ja trotzdem geschenkt, sind wir ehrlich. Was zahlt man denn für die SBC am Ende? Hey, wenn einer von 1,87er und so der Rest Müll quasi reicht, dann zahlt ja gar nichts. Man zahlt ja nicht mal 50k für die SBC, oder? Ich guck jetzt nach bei Foodpin, was die sagen. Wobei Foodpin in letzter Zeit voll aufs Auge gemacht. Egal, wenn die Seite jetzt wieder down ist, ich gebe gerade Foodpin ein bei Google. Das lädt so langsam. Warum ist Foodpin so schlecht geworden? Komplette Menüseite geworden. 130k. Okay. Ey, seit lädt wieder nicht. Foodpin ist die schlechteste Seite geworden, seitdem wir verkauft wurden für 1 Milliarde Euro. Die 84er sind ja auch gefühlt. Sehr entspannt. Ich glaube, so wie wir es gebaut haben, ist echt, weil dass man 82er echt sehr viel hat. Oder hat jetzt doch geladen bei einem von euch? Also weißt du an den genauen Preis oder das geschätzt mit den 100? Ey, diese Seite ist so schlecht, ne? Ich kacke im Stehen, wirklich. Die lädt einfach nicht. Warte, es gibt doch Food.gg, ne? Haben die auch so... Oh, wie schnell lädt die Seite? Haben die auch die Preise von SBCs? Naja, warte mal. Icon Pack? 150 sagen die. Ich glaube, Food.gg ist ehrlich das neue Foodpin. Foodpin ist out. Wurde mir letztes Mal schon die ganze Zeit im Chat gesagt. Foodpin ist out. So! Icon Upgrade Number 1! Für diesen Stream, ganz fix, ganz schnell mitgenommen, gemacht, gar kein Stress. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da für einen entspannten Stream. Gemeinsam ein bisschen chillen, ein bisschen labern. Ich bin richtig gut drauf irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich jetzt weiß, dass ja, es geht jetzt richtig los so in diesem Jahr.
Wetter wird gut. Es wird alles geil. Ich kann demnächst wieder in meinem Penthouse auf der Dachterrasse im Pool chillen. Ich kann demnächst wieder mit meinem Oldtimer rumfahren. Keine Ahnung, man kann wieder mehr Sport machen, mehr geile Sachen mit Kollegen. So Winterzeit fuckt irgendwie mal geistkrank ab. Ich weiß gar nicht, der hat immer schlechte Laune da. Aber jetzt geht wieder diese Zeit los, wo die Laune gut ist. Wo die Laune gut ist. Dann ab und zu Hause ein bisschen FIFA aufentspannt, warum nicht? Ich glaube, die mir nicht bei Insta folgen, die wissen ja gar nicht, wie die Dachterrasse bei mir aussieht. Guck mal, so chillig, denn die nächste Woche, wenn Sonne wieder rauskommt. Da ein bisschen Pool chillen, da ein bisschen aufs Wasser gucken. Hier hinten ein bisschen grillen und chillen. So, danach wird der Oldtimer ausgepackt. Er wird mit dem ein bisschen im Kreis gefahren, einfach um Dings, Wetter zu genießen. So ein Ding wird das die nächsten Wochen. Und ich bin auch in den USA die nächsten Wochen. Sogar in 2 Wochen? In 2 Wochen fliege ich nach Amerika. Da mache ich sogar auch diesen Helikopterflug. Boah, ich habe richtig Angst davor. Ich werde diesen Helikopterflug machen mit den offenen Türen, den man über New York machen kann. Vielleicht kennt ihr den von TikTok oder so. Also ich bin schon 2-mal Helikopter geflogen. Das war voll entspannt, obwohl ich Höhenangst habe. Aber dadurch, dass das so ein geschlossener Raum war, da waren die Türen ganz normal zu und so. Das war gechillt, da Helikopter zu fliegen. Aber jetzt einen Helikopterflug zu machen, bei dem die Türen einfach offen sind und man richtig die Beine raushängen kann, das ist respektlos. Da habe ich ein bisschen Respekt vor, aber da habe ich trotzdem auch Bock drauf. Also, die nächsten Wochen werden sehr wild. Wetter wird gerade gut in Hamburg oder in Deutschland. Ein bisschen chillen, ein bisschen dies, das. Dann nach Amerika fliegen, wenn ich wieder zurückkomme. Ab da beginnt Oldtimer-Season, weil das Auto ist nur angemeldet von April bis Oktober, glaube ich. Die andere Zeit darf ich nicht fahren. Macht eh keinen Sinn, wenn es kalt ist, den zu fahren, aber ja. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. So, warum streamst du nicht auf Twitch? Oh, ich stream ab und zu einfach auf YouTube so. Ich stream ja auch nicht so häufig, nur dann, wenn ich gerade Bock habe. So, jetzt bei den Icon-Packs habe ich gerade Bock. Auf Twitch hat man wieder so diesen Druck, man muss häufig streamen und man guckt auf Zahlen und so. Auf YouTube, mir ist völlig egal, mir ist alles egal einfach. Ich mache den Stream an, wenn ich Bock habe. Die Leute, die dabei sind, sind dabei. Wir haben eine gechillte Zeit und alles ist entspannt. Mach Roulette, habe ich auch gemacht, da steigt die Spannung. Wollt ihr Roulette? Wollt ihr Roulette? Oder wollen wir erstmal einen so machen und dann beim nächsten Roulette? Wollen wir erstmal einen so zum Anheizen? Oder ist es meistens so, dass der erste am Tag eh der beste ist? Dann sollte man eigentlich direkt... Roulette oder normal? Sag mal Roulette oder normal im Chat. Nur für das Pack jetzt. Nur für das Pack Roulette oder normal? Das Ding ist aber, ich weiß nicht mal, welche Icons ich alle im Verein habe. Da müsst ihr gleich erstmal gucken. Ich habe in letzter Zeit auch wieder einiges an Icons gezogen. Was aber nicht so wild war. Normal, Roulette, normal, Roulette, normal. Du Digga, Roulette, Roulette, Roulette. Okay, hier steht 5-3 für Roulette. Normal, normal, steht 5-5. Roulette, Roulette, normal. Normal, hier steht 7-7. Normal, normal. Roulette, was zuerst 10 hat, gewinnt. Er steht 9-9, er steht 10-9 für Roulette. Wait, hat er irgendjemand doppelt geschrieben? Oder ist da keiner doppelt geschrieben? Lol, okay, warte mal. 11-9. Ja, okay, aber Roulette hat gewonnen, aber knapp. 15-11 am Ende. Das hat echt keiner doppelt geschrieben, habe ich extra nochmal geguckt. Crazy. Ja gut, dann machen wir ein Roulette auf den, weil das erste Pack ist meistens das Beste. Machen wir die danach ohne Roulette auf. Dann haben wir beides aber so reinstarten, weil oft ist wirklich das erste Pack das Beste. Ich habe so lange kein Roulette mehr gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Warte mal. Ich muss hier, warte, was muss ich nochmal drücken? Auf linken Stick, ne? Dann muss ich Liga Ikona. Wayflop, wenn es jetzt Duplikat ist, mein Liga-Icon, da muss ich mir kurz merken, was wir eh schon haben. Prinz, ach, ich hab Prinz hochgezogen. Tschüss, wie viel habe ich? Warte mal, Cafu, Nesta, Cannavaro habe ich, okay, Desai habe ich, Blanc habe ich, Vidic habe ich, Trezeguet habe ich, ach du Kacke, was habe ich alles? Ich wusste nicht mal, dass ich so viel Kram habe, ey. Das Video machen, damit ich mich dran erinnere, damit wir später kontrollieren können, ob das wirklich... Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Also ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist doch groß sogar, dass ich ein Duplikat ziehe. Es gibt ja sowieso die Dub-Theorie, dass man häufiger Duplikate zieht als alles andere dementsprechend, ja. Aber wir machen das Pack einfach mal auf. Leute, Icon Pack. Gönn EA. So. Zack, Pack ist am Öffnen. Ich hoffe, es ist keine Base-Icon, weil das wäre Quatsch.
Oder in erster Linie hoffe ich, dass es kein Duplikat ist. Oder wenn es ein Duplikat ist, dann einer, den ich gekauft habe. So Ferdinand Toti, Matthäus Toti, Icon, sowas. So, Spieler ist weg. Genau, Updating Store. Clip machen, eine Minute, dies, das, Ananas. Und wir sind back! So schnell geht das, so schnell ist das Pack geöffnet. Also, wir gehen auf die Transferliste. Ich habe mein Video hier am Start, dass wir gucken können. Ist hier Interesse, geht Video, stieß das. Okay. So. Auf was hoffen wir, Jungs? Auf Pili Winter Wildcard, oder? Also, es ist kein Duplikat. Also, es war nicht R9 Toti Icon, es war nicht Matthäus Toti Icon, es war nicht Ferdinand Toti Icon. Schade schon mal. Schade, kein Duplikat. Es war dementsprechend auch nicht Tschech. It is what it is. So, wie lange habe ich das nicht mehr gemacht? Mindestens ein Jahr habe ich es nicht mehr gemacht. Warte mal, Wales, gibt's Gigs, ne? Ich weiß gar nicht, weil es ist so lange her, dass ich es gemacht habe. Früher konnte man komplett auswendig jedes Land, jetzt muss man wieder nachdenken. Gigs gibt's ja noch, oder? Aber zum Glück nicht bei mir. Oder was da gibt. Es gab ja auch ein paar Icons, die gelöscht wurden dieses Jahr. Es gibt so ein paar Icons, für die man sich null interessiert, so auf dem, bei dem man gar nicht weiß, ob die im Spiel sind oder ob sie nicht drin sind. Aber Shevchenko müsste noch dabei sein, den habe ich glaube ich auch nicht. Ich hoffe, dabei bleibt es so. Nice! Nice! Die anderen Länder sind es nicht. Hier sind so Länder, ne? Die haben nicht mal einen einzigen Spieler in ganz FIFA. Also nicht mal nur eine Icon, sondern die haben auch keine Gold-, Silber-, Bronze-Karte. Das ist echt crazy, dass sie nicht einen Fußballer haben. Na gut, das sind auch irgendwelche Inselstaaten, ne? Aber trotzdem, dann könnten die schon eine Karte gönnen. Das ist halt für mein Format, der Land erkennen, gleich Spieler kaufen, wäre das geil. Weil manchmal habe ich auch so Länder erkannt. So Malaysia und keine Ahnung was, aber ich habe auf jeden Fall schon ein paar Mal Länder erkannt. Ich glaube sogar Thailand hat auch keinen Spieler mehr in dem FIFA. Ich glaube Thailand hat keine Karte dieses Jahr, oder? Der Holtmann, der jetzt wieder zu, wo ist Holtmann jetzt gerade? Darmstadt, der ist ja glaube ich Thailänder. Der war ja da früher bei Bochum, da hatte der noch eine Karte, aber der ist ja von Bochum irgendwo hingegangen. Ich glaube es gibt keinen Thailänder in dem FIFA. Naja, auf jeden Fall machen wir mal weiter mit Scotland. Dalglish muss nicht sein, oder? Vielleicht eine geile Version. Entspannt. Senegal und Serbien. Amir Ham. Aber sollen wir USA nicht aufbewahren, weil USA halt so was Geiles ist? Soll man das direkt wegdrücken? USA ist ja jetzt eine Top-Nation quasi. Also USA ist ja wirklich eine Top-Nation jetzt inzwischen, dadurch, dass Pro Army fragt, ob ich nur eigene Packs aufmache. Wenn jemand mindestens zwei Packs liegen hat und die einfach so öffnet, ohne Roulette oder so, können wir bei dem reingehen und dann zwei oder drei oder vier oder fünf Packs, wie viel er liegen hat, können wir die öffnen. Aber für ein Pack und Roulette auf einen anderen Account gehen, ist es für mich, glaube ich, heute nicht. Ja. Haben wir die Wales angeklickt? Warte, dann gehe ich nochmal zurück auf Wales. Aber USA will ich aufbewahren. Warte, Vidic habe ich. Ich glaube, Vidic hat auch keine andere Version. Ja, warte, Vidic hatte ich doch, ne? Ja, den Vidic hatte ich. Kein Stress. Also ihr sagt, Wales hatte ich gar nicht angeklickt oder was? Ich dachte, ich hätte angeklickt. Doch, hatte ich doch. Achso, ihr meint nur, dass Rush da ist. Aber ich habe es ja gesucht gehabt auf den. Aber ja, danke auf jeden Fall. Gibt's Gigs nicht mehr? Kann sein. Hat eh keinen gejuckt, ne, diese Karte. No front. Seychelles, der, die Flagge sieht so fresh aus. Da muss ich auch irgendwann noch hin. Spain, Top-Nation. Sweden. Ja. Schweden kommt als nächstes. Bitte nicht, Bruder, bitte nicht. Oh, very good, very nice. Paraguay, Peru, Philippinen, Top-Nation. Katar, Ireland, no. No, und Rumänien auch no. Das sind ja zwei richtige, die man gar nicht haben will untereinander. Ah, das war eine SBC. Den habe ich nicht gezogen. Das war eine SBC. Kurz Angst gehabt, weil was aufgeploppt ist. Aber ich sag, von Hanji habe ich nichts, oder? Doch. Hanji habe ich die Dynasty-Karte. Also eigentlich sollte nur Hanji Dynasty aufploppen. Nichts anderes. Wonderful, wonderful. Das war sehr schlau, dieses Video vorher gemacht zu haben, dass ich die ganze Zeit runtergucken kann. Yashin habe ich, seine Innenverteidiger Winter Wildcard Version. Da hätte ich auch sehr gefeiert, wenn wir die gezogen hätten. Yashin Innenverteidiger. Haben wir aber nicht gezogen, weil den hatte ich vorher. Yashin im Tor wäre auch nicht schlecht. Seine Basisversion als Torwart würde ich mich auch nicht beschweren, sage ich ganz ehrlich. Ist es aber nicht. Die wäre auch gar nicht so schlecht, nicht so wenig wert.
Wie gesagt, würde ich mich nicht beschweren. Mexiko? Nein. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl gerade. Bitte nicht. Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Kein Mexiko. Marokko, Mosambik. Aha, aha, Niederlande kommt noch. Ja, oder? Einfach an Frankreich-Flagge orientieren, aber nicht zu genau nachmachen. Nigeria. Warte, Mokotscha ist ja nicht. Also Nigeria gibt es ja auch gar nicht mehr, ne? Ja, aber trotzdem einfach nochmal drücken. Norwegen, warte mal, hier auf der Seite gibt es ja gar nichts mehr inzwischen. Ehrlich, einfach nur Mexiko? Außer Top-Nation? Ungarn! Pushy Pushkas! Wäre nicht verkehrt. Wäre gar nicht verkehrt. Hat ja auch eine gute Version sogar. Mal gucken. So viel Hoffnung gehabt. Drogba. Muss der sein? Habe ich glaube ich auch nicht. Ja. Weiß ich auch nicht, wenn ich sein, ob ich den gefeiert hätte. Japan ist ja nicht mehr. Kasachstan, Korea. Ich glaube, ob Nordkorea irgendwelche Spiele auch in FIFA hat. Ich habe noch nie nachgeguckt, aber safe, ne? Aber warte, das war's doch schon mit der Seite, ne? Ah, Nordirland, warte mal. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N. Ah, Nordirland! Best, Junge! Ich habe auch irgendeine Version, Atuti Icon habe ich vom Best, ne? Obvious. Ne, dann wollte ich noch eine andere Version, das wäre richtig Quatsch. Ah, passt. Passt! Sonst haben wir alles. Ah, Sawa! Stimmt! Ja, diese Frau habe ich echt noch gar nicht im Kopf. So. Sawa! Wer ist denn ja stabil? Weil die Tutti Icon von Sawa habe ich discarded. War das jetzt die Gold-Version oder Basic-Version von Sawa? Muss nicht. Ja. Ja, besser ist das. Besser ist das. Leute, hey, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Jeder Like würde den Stream supporten. Wir sind kurz vor den 100 Likes. Habe ich irgendwen aus Dänemark? Ich habe Schmeichel, glaube ich, gerade nicht. Ich habe keinen Lautdruck, glaube ich. Ich habe keinen aus Dänemark. Bitte ploppt hier nichts auf. 3 Likes fehlen noch, dann könnt ihr 100 schon mal voll machen. Wäre sehr fresh. Danke an jeden, der ein Like da lässt. Darauf jetzt auf einmal aufploppen, dass wir hier keinen haben. Sehr gut. Sehr gut. Wer weiß. Vielleicht wird das ja ehrlich ein stabiler Spieler, den wir hier gezogen haben. Warte mal. Ey, der ist doch E-Hero inzwischen. Ein Like fehlt noch. Also, wer jetzt einen Daumen nach oben da lässt, der macht auf jeden Fall die 100 schon mal voll. Ich küsse eure Augen. Dankeschön. Darauf einmal Essien. Warte mal, von dem habe ich eine Version. Ist das sogar die Basic-Version, die ich habe? Ja, Basic SN habe ich. Entspannt hatte ich vorher schon. Kein Stress hatte ich. Und dann gehen wir gleich schon in die nächste Kategorie. Bei C kommt sowieso nicht viel. Kolumbien hatte ja ganz früher eine Icon. Kroatien. Tschechien, okay. Warte, ich hab die. Ja, die Tutti-Icon habe ich ja. Warte mal, die werden mich jetzt nicht hochnehmen. Ich wollte gerade sagen, die werden mich jetzt nicht hochnehmen und mir die normale Version geben. Ampersi? Wieso kommt ihr? Wie kommt ihr? Also, ja, das Niederland noch offen ist, ja. Aber wieso glaubt ihr, dass ich Ampersi hab? Hier ist, glaube ich, nichts mehr. No, nicht so, ich glaube, den habe ich letztens einmal gespielt, aber so schlecht. No, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Sehr gut. Hatte ich Kamerun ausgelassen? Ich habe nur USA eigentlich absichtlich ausgelassen bisher, außerhalb der Top-Nation. Also absichtlich, aber also nachträglich schon absichtlich. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Ja, ich schwitze, ne. Ah, warte mal, das ist ja auf Englisch mein Game. Digga. Aber was probiere ich überhaupt? Okay, wir sind bei den Top-Nationen. Warte mal, das Ding ist, Mia Hamm ist halt übertrieben geil. Eigentlich würde ich sogar die Top-Nation jetzt erstmal durchgehen, in der Hoffnung, dass hier nichts kommt. Und wenn hier nichts ist, dann wissen wir, dass wir Mia Hamm haben. Wisst ihr, wie ich meine? Weil USA ist ja eigentlich eine Top-1-Nation. Oder? Bei USA ist ja nur 100%-Quote, dass Mia Hamm ist. Oder haben die noch eine andere Icon? Haben noch eine andere Icon? Oh, nee, ne? USA hat nur Mia Hamm. Hab ich Kroatien nicht gemacht? Ich dachte, hier Kroatien. Dann lass USA offen lassen erstmal. Lassen wir es auf. Wir gehen jetzt erst zu den Ländern, die man nicht haben will. Und das ist, glaube ich, ehrlich, Spanien.
Heutzutage ist das Spanien, was man gar nicht haben will. Warte, Casillas hab ich. Okay, Casillas, Base habe ich. Wenn das jetzt Casillas Thunderstruck ist, dann sage ich sogar stabil. Ja, nö, anscheinend nicht. Verteidiger, da muss ich doch auch irgendwas haben. Ich hab keinen Bock, jetzt jede Position einzeln zu machen. Wir machen komplett Verteidiger. Habe ich nicht einen Puyol oder so? Anscheinend nicht. Anscheinend sollte hier jetzt im besten Fall gar nichts kommen. Dann mach das bitte auch so. Wonderful. Mittelfeld. Ich habe auch gar nichts, ne? Kein Xavi, kein Nix. Ich hab generell keinen Spanier mehr. Crazy! Crazy! Hier sollte nichts kommen. Und ganz schnell. Ja! Das ist immer ein gutes Gefühl, solche Länder durchzuhaben. Als nächstes Italien. Wobei Italien auch geil sein kann, aber eigentlich kann alles jetzt geil sein. Oder England kann sogar mit Schalten auch. Argentinien ist halt inzwischen Quatsch, ne? Seitdem Maradona raus ist, ist Argentinien nichts mehr. Zanetti könnte jetzt hinten kommen. Habe ich irgendwas aus Argentinien? Ich glaube auch nicht. Ich habe ja gar nicht so super viele Icons und wenn dann viele Brasilianer und so. Tutti haben oder Base R9? Auf jeden Fall Tutti haben, würde ich dann haben wollen. Okay, bitte nichts aus Argentinien. Ja. Ja! Wow, wonderful. Wonderful. Wunderbar. Machen wir. Ah, Zidane. Bei Frankreich wäre Zidane am geilsten. Und den habe ich in der Base-Version. Und, ah, shit. Und der Future Star, den kann man ja gar nicht kriegen. Ich glaube, das nächste schlechteste wäre ehrlich Frankreich jetzt gerade. Ich habe aus Frankreich aber auch ein bisschen was. Ich habe Trezeguet, Blanc und Desailly. Und Zidane. Tschüss, ich habe überall was. Okay. Blanc und Desailly. Hier kann eigentlich wirklich nichts Geiles kommen, dadurch, dass ich halt Zidane habe. So. Blanc und Desailly habe ich in der Base-Version aber. Mal gucken. Ja, das sind genau die. Dann habe ich Zidane jetzt in der Base-Version und eine andere Version kann ja, glaube ich. Oder warte, nein, Dynasty kann ja auch nicht kommen, ne? Oder bitte einfach nicht. Ja, passt. Und jetzt darf nur Trezeguet kommen. Entspannt. Frankreich haben wir auch durch. Hä, von mir aus kann das so weitergehen, bis nur noch USA über ist. Aber wenn wir dann eine andere Nation vergessen haben, außer USA, dann ist das der Überbruch. Das muss man schon sagen. Niederlande ist auch immer eklig. England. Wir machen England als nächstes. England, Verteidiger. Ich habe Ferdinand Totti Icon. Ach nee. Ich habe sogar was Gutes, blocke ich quasi schon. Dass es das nicht sein kann. Und Moore. Aber auch eine gute Version quasi. Moore und Ferdinand dürfen wir jetzt kommen. Hm. Ja, okay, sind genau die, sind genau... jetzt wird's ganz brüchig. Außer Charlton, ehrlich, Charlton habe ich noch nicht einmal gezockt. Die Karte sieht fresh aus. Darf gerne kommen. Wenn was kommt, dann eher bitte. Ah, okay, dann nicht. Nein, vorne wollten auch gar nicht, ne, so Owen und so. Okay, hey, 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 hey. Das Problem ist halt, selbst Deutschland ist sehr brüchig, weil ich habe sogar... Ich habe Lothar Matthäus halt als Tutti-Icon. Lothar Matthäus und Birgit Prinz Baby kann es wenigstens nicht sein. Die beiden habe ich. Okay, als Verteidiger darf jetzt nichts aufploppen. Boah, Lahm, Totti, Icon oder so. Ich würde full feiern. Ich würde full feiern. Lahm, Totti, Icon. Aber nicht Lahm, Baby. Das ist halt hier die Sache. Ah, okay, dann nicht. So, jetzt nur Matthäus. Bitte jetzt nicht Schweini oder so, Baby, nein. Jetzt kann Klose mich noch brechen. Perfekt. Auch hier sind wir durchgekommen. Oder ich habe langsam Hoffnung, dass es Brasilien oder USA ist. Warte mal, ich habe langsam Hoffnung. Was hatten wir noch nicht? Haben wir Spanien schon gemacht? Wir haben Argentinien gemacht, wir haben England gemacht. Wir haben Frankreich gemacht, wir haben Deutschland gemacht. Wir haben Niederlande noch nicht, ne, Italien auch nicht. Spanien, hatten wir Spanien schon? Mann, hatten wir schon. Stimmt, das war das mit Casillas und so. Portugal, ich hätte halt auch richtig Bock auf Eusebio, ich sag ehrlich. Lass mal Niederlande, oder? Hullet? Oha. Das ist halt auch nur Hullet, ne, da ist richtig viel Much auch. Wir machen Italien und wir gehen von vorne nach hinten. Für den Bruch. Wir gehen von vorne nach hinten.
Maldini oder so wäre noch geil. Warte mal, was habe ich vorne? Cannavaro, Pirlo habe ich. Cannavaro, Pirlo, Nesta habe ich. Boah, ich habe viele Muchige eigentlich. Aber jetzt bitte kein italienischer Angreifer. Nein, das wäre so eklig. Italy. Okay, jetzt Pirlo, Baby habe ich. Nein! 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 Warum immer Baby-Icons auch? Brüchige Bruchnation, Digga. Okay, die andere Version des Futures, der Icon, die hätte man gar nicht ziehen können. Ach, Bruder, was für Baggio. Mit Auge kratzen und so, was ein Quatsch. Ha, ehrlich, Elf, das ist dickes Elf, der kostet nicht mal 100k. Bra, okay, wir machen die nächste SPC. Bin sauer. Warum bin sauer? Porto Niederlande hatten wir nicht, ja. Brasilien auch nicht, aber jetzt ist ja eh vorbei. Egal, nächstes Pack. Scheiß drauf. Das Pack wird gönnen. Wie ich einfach nicht mal mehr 82er hab. Lol. What is this? Man, what is it? Oh, 86 plus SPC, Bro, guck dir mal meinen Verein an. Bevor ich irgendwas hier zusammenkriege. Bei der iClass-SPC ist ja geil, dass sie echt keine hohe Anforderung hat. So. Jetzt brauche ich wahrscheinlich noch so einen 86er oder so. Aber schnell gemacht. Man muss ja immer nur so 2-3 Spieler kaufen. Auf den. Warte, ich stelle mal hier auf Mittelfeld, dass wir wieder auf Ödegaard so gehen können. Da wissen wir ja schon komplett den Preis. Und bei ihr auch. Und bei den anderen nicht. Da wird schon ähnlich sein. 83 mal 100 Pack? Ist das aus dem Shop oder was meinst du? Das SBC oder das Shop? Shop 600k, ja, teurer als mein Auto einfach. Aber wir haben FIFA Points gerade noch. Global Limits hier. Warte mal, was ist das? Global Limit und so sogar. Oh, man kann gute Sachen auch sogar ziehen. Das ist halt ehrlich eigentlich sehr geil, ne? Okay, mal 10 ist Lush. Oh, 100 Spieler mit 83. Tschüss. Ich hab was vor. Blutes Pack kostet 50 Euro. Digga, das ist neuer Rekord. Was ist das für ein Preis, den ich hier sehe? What? What? Was ist das für ein Preis, den ich hier sehe? Aber warte mal, das wäre für Mystery Battle ein richtig geiles Pack. Das wäre für Mystery Battle, ihr kennt ja die Serie von mir, wäre dieses Pack richtig geil zum Team bauen. Ich glaube, ich muss in den nächsten 4 Tagen unbedingt Mystery Battle mit irgendjemandem aufnehmen. Wie geil ist das denn? Hier auch noch mit Icon Picks. Man kann ja gerade so geile Sachen machen. Hier noch Wundertüten-Pack quasi. Das ist zwar teuer auch wieder. Wir tun die anderen YouTuber mal leid, die dann so viel rausgeben müssen. Digga, aber was ist denn hier für ein Pack schon? Ja, warte, hier ist auch. Hier auch noch ein Pick. Bro, das geht alles. Das, die meisten guten gehen noch 4 Tage. Früher maximal 30 Euro, jetzt 50 Euro schon pro Pack. Das ist echt doll, also ohne Witz. Das ist wirklich doll, wie viel Geld da pro Pack teilweise. Warte mal. Habe ich überhaupt irgendwas über 83? Wir öffnen gleich eins davon. Dann können wir davon auf jeden Fall ein paar SBCs machen. Warte mal. Ich will das Ding hier einmal kurz abschließen. Dass erstmal auch alles aus meinem Verein schon mal, was ein bisschen Rang und Namen hat, weg ist. Hä? Einfach gerade sagen. Oder das geht fast genau vom Rating her, passt. Ich brauche echt nur einen High-Rated-Spieler. Hä? Sagt die SBC ist günstiger, als die ganzen Seiten das sagen. Futter kostet ja gar nicht. Ja, mit Wakes, ja, ich frage ihn auf jeden Fall, ob er Bock hat, das aufzunehmen. Ich glaube, er wollte Coins SBB aufnehmen. Wir haben überlegt, demnächst einen neuen Rekord aufzustellen Richtung 90 Millionen. Und dann ist es nicht mehr weit. Ey, bald wird vielleicht 100 Mio Coins SBB in EAFC 24 kommen. Das ist sehr happig. Also es gab mir schon einige SBBs jetzt auch, bei denen
Informs kosten 40k, deswegen so teuer. Lol. Und ich habe aber, ich habe unendlich Informs. Ich habe 3 Seiten Informs. Das ist halt crazy, ne? Gibt's da nicht auch eine Inform-SBC momentan, dass man die auch günstiger kriegt, theoretisch oder wie auch immer? Aber crazy, nur die Informs sind teuer und da habe ich ja gar keinen Stress mit. Dann kriege ich das ja echt richtig günstig. Achso, ja, erstmal habe ich mit Wakes überlegt, dass wir demnächst ein neues Coins-SBB machen. 90 Millionen knacken. Saftige, geile Teams. Und dann mal gucken, wie viel da discarded wird. Ich hoffe, da ist noch genug Geld danach da. Ich muss beides gewinnen, einfach auf beiden Kanälen. Ja, aber es gab ja schon das ein oder andere Coins-SBB, in dem auch richtig teuer discarded wurde. Letztens Enza bei mir hat doch 5 Millionen discarded und alles drum und dran. Morgen kommt auch ein Video, bei dem ich 1,5 Mio discarded. Alles drum und dran, also ja. Wild, wild, wild. Aber ja, ich kann auf jeden Fall mal fragen, ob er die Serie auch machen will. Mal gucken. So, 3000 Points. Man kann alles ziehen gerade, ne? Diese Live-Karten, Ultimate Dynasty, Champions League, Team of the Group Stage, Winter Wildcard, Team of the Week, alles. Man kann alles ziehen gerade. So. Also Event, irgendwas muss ja hier kommen, ne? Es wird ja jetzt... Ist in Form oder was? Es ist Benzema, also... Und in Form. Also er hat 90er Rating, das ist cool, aber... Hey, ich dachte, ich ziehe jetzt Full-Event-Karten. Was ist das denn? Ich dachte, ich ziehe Full-Event-Karten. Ja, Full-Informs immerhin. Oha, was ist das für Ratings? Tschüss. Tschüss. Davon kann man 5 Icon-Packs oder so machen. Hier könnte hinten noch eine Event-Karte chillen. Zacharia, warte mal, habe ich noch eine Seite? Nee, ist der einzige, ich habe keine Seite mehr. Was Events angeht, wird der richtig gegeizt. Korrekt ist korrekt auf jeden Fall, yay, dankeschön. Korrekt ist korrekt, aber gut, die 85 haben wir jetzt auf ganz locker. Können sogar jetzt einen High-Rated nehmen oder 1, 2. Und der Rest kann dann so richtige Gurken sein. Auf locker. Die 84 sind jetzt keine richtigen Gurken, aber davon müssen auch ein paar rein, dass der Schnitt nicht zu sehr runtergezogen wird. Beziehungsweise, oh, ich darf gar nicht viel weiter runtergehen, glaube ich. Guck mal. Leute, ein Like fehlt gerade für die 200. Ein Like. Einfach ein Like. Also wer den Like gönnen will, würde mich freuen. Dann machen wir die 200 voll. Ein einziger Like fehlt für 200. Korrekt ist korrekt. Wie krass zieht denn... Okay. Hä? Nee, nee, ich will den ja haben. Wir gucken jetzt, ob wir Pop austauschen. Wahrscheinlich geht's jetzt schon nicht mehr. Doch, geht immer noch. Jetzt geht's nicht mehr. So, jetzt haben wir's. So, das Team ist fix weg. Fix weg. Hat die 200 Likes voll gemacht. Danke, korrekt. Korrekt, korrekt. Was war dein Lieblingspromo? Boah, was war mein Lieblingspromo? Team of the Year ist schon immer ein Highlight, muss man sagen. Auch dadurch, dass jetzt ja 2 Tutis da waren mit Männern und Frauen und noch die Tuti-Icons, also Team of the Year. Hat schon Gas gegeben, auch mit coolen SBCs nebenher. Das sind ja auch die Spiele, die ich so am meisten im Team habe. Was halt auch geil ist, dass sie so wertstabil sind. Wenn man sich die gegönnt hat, dann hat man gut investiert quasi. Hätte gleich das 84 mal 20 und würde dann daraus 2 Icon Packs machen, wenn das wirklich interessant wäre. Ja, im Pro haben wir doch ja so die 2 Icon Packs, die könnte man sich auf jeden Fall angucken. Warum nicht? Unter 81er vielleicht noch hier rein. Ich hab sogar 82er. Ich tue ja alles hin. Ich wollte gerade sagen, damit man vom Rating heruntergehen kann und gleich muss ich einfach hochgehen, so ist der richtige Flop. Neuer Benteke rein. Für Neuer. Aha, aha, das funktioniert sogar. So. Das auch? Bro, was kann ich hier alles machen? Das wird jetzt nicht gehen, oder? Das geht auch? Hä? Also ich brauche nur einen 84er zu. Ja, passt schon so. Passt so! Nächstes Icon Pack! Stabil!
Dein Bart, mit dem kann man zweimal Ronaldinho spielen. Er hat sich bei einem Food Draft auch einmal gemacht. Das habe ich sogar als Video hochgeladen gehabt, wie wir dann das Draft gewonnen haben mit zwei Ronaldinhos. Thunderstruck und Future Star. Und die haben dann beide zusammen Rambazamba gemacht, Skills gemacht, geile Tore gemacht. Also das war auf jeden Fall schon fresh, weil man für Discarden, man kriegt dafür 1 Cent und man kann die ja wieder für 80 plus Pixel so benutzen, dann lieber behalten. Lieber lassen. So! Icon Pack, das nächste, seid ihr ready, Leute? Das 84x20 Pack auch. Sagt uns Bescheid, Promi, wenn du es ready hast, dann komm, überleg, ob man dann kurz reinschaltet. Okay. Kommt wieder ein Roulette. Ja, wir werden mehrere von den Packs noch machen. Es wird bestimmt noch mal wieder ein Roulette geben, aber jetzt habe ich auch Bock auf ein normales Eisen. Ich will die Animation sehen, ich will direkt sehen, dass hier irgendwas Geiles mit dabei ist, am Start ist. Dass sich das vielleicht lohnt, dieses Pack aufzumachen. Wäre cool, wäre nice, wäre freshy, ey. Winter Wildcard Pelé wäre mein Ziel. Oder ein geiler Keeper auch. Keeper kann man immer gebrauchen. Aber eine gute Version. Bitte einfach keine Base-Icon. Bitte, bitte, bitte. Okay, seid ihr ready? 3, 2, 1, go. It is what it is. Können wir das Karten eigentlich? Was ein Typ, den wir gezogen haben. Große Krise, mehr sage ich dazu nicht. Große Krise, egal, direkt ins nächste Pack. Kann man nichts machen. Die Packs öffnen sich ja jetzt schnell. Dadurch, dass der Verein stark ist, beziehungsweise sie bauen sich schnell, öffnen tun sich sowieso schnell. Direkt das nächste, das nicht passiert. Ey, das vergessen wir einfach. Was das gerade war, das wirklich fällt. Das muss nicht sein, ey. Das muss wirklich nicht sein, so ein Pack. Was habe ich euch getan? Gar nichts gemacht. Eine 83er ist crazy. Ich sag, zwei Icon SBCs kriegt man auch locker zusammen, einfach nur durch die Sachen, die wir hier aus dem einen Pack hatten. Ah, niedrig. Wie, das reicht auch nicht. Habe ich irgendwie 85er? Ah, das reicht. Okay, da sind wir gerade an der Grenze. Passt. Passt! Kannst du ausprobieren, mit dem Bug auch zweimal Maldini zweimal sie da nur so spielen kann? Ja, also mir hatten schon Leute gesagt, dass das funktioniert. Das meinten manche schon, beziehungsweise wir haben sogar in dem Foodcraft auch gegen jemanden gespielt, der zwei Maldinis hatte. Also ja, es funktioniert. Also es hat funktioniert, ich weiß nicht, ob es immer noch funktioniert. Ist ja schon ein paar Wochen jetzt her, dass ich das gemacht habe. Weiß nicht, ob die das vielleicht gefixt haben auf schlau. Aber es heißt auf schlau. Wie es halt sein sollte so. Wobei es eigentlich schon lustig war so. Aber ist ja nicht der Sinn so in FIFA. Das sollte ja eigentlich nicht so sein. So, die 82er noch. Ja, müsste passen. Wobei hier war auch mit Inform, ne? Ja. Hier kann ich auch diesmal einen Low-Rated Schimmel-Inform rein. Aber ich hab nichts unter 83. Okay. Okay. 82? Nö. Hey, es fehlt ja nur ein Team schon wieder, ne? Hey, man braucht eine Minute, ne? Wenn man Sachen im Verein hat, braucht man wirklich nur eine Minute. Pro Icon Pack. Das ist wild. Ehrlich, Unlimited Icon Packs, das ist kein Cap im Titel, das ist kein Spaß, das entspricht der Wahrheit. Ja, man kann, wir öffnen unendlich Icon Packs. Es nimmt kein Ende. Bei diese wäre das vor kurzem auch. Was war bei denen? Worüber haben wir gerade geredet? Achso, dieser Bug, ne? Achso, im Draft wahrscheinlich, ey. Oder richtig in deren Team haben die es gemacht. Diesmal erneut. Na, Frederick, ich weiß nicht. Ich bin froh, wenn es überhaupt eine Special Card ist. Wenn es jetzt zum dritten Mal nacheinander eine Baby-Version ist, dann bin ich eigentlich langsam genervt. Das ist zu viel, dann das ist zu viel. Kann man schon ein bisschen mehr gönnen. Ja, okay, jetzt reicht es auch hier mit den High-Rated. Jetzt haben wir mal die 84er hier rein. Und 83er auch. Wie lange streamst du heute? Keine Ahnung, spontan, solange wir Bock haben. Bisschen Sachen machen und so. Einfach spontan gucken. By the way, heute läuft eine neue Musik-Playlist, ne? Epidemic Sound, die von denen ich immer die Musik benutze, damit ich nicht rasiert werde, mit irgendwelchen Anzeigen und Strafen zahlen muss. Hey.
Die hatten ja immer eine Playlist so auf YouTube, auf denen, die ich benutzt habe, mit Hip-Hop-Musik. Und die haben jetzt einfach genau diese Woche, die haben vor 3 Tagen 2 neue Playlists rausgebracht. 2 neue Playlists und bei beiden Playlists gehen über 1,5 Stunden mit neuer Musik. Das ist voll geil. Ich habe sonst vorher 5 Jahre die gleiche Playlist benutzt und jetzt haben die auf einmal neue Playlists gedroppt. Ich weiß jetzt nicht, ob die krass sind, die Playlists, so, weil ich höre die jetzt oder die laufen jetzt zum ersten Mal so. Aber zumindest mal ein bisschen Abwechslung, als immer so das Gleiche, ne? Das ist ja schon mal was. So, das nächste ist da! Das nächste Pack ist ready! Anchor Icon Upgrade, it is what it is. So, erstmal das andere Pack, was wir hier bekommen haben, aufmachen. Ohne Animation, ohne nix, was passiert hier? Ohne Bilder auch, einfach Backpack. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber es war gut. Ich habe ganz normal X gedrückt, ich schwöre. Was ist das? Kein Sinn einfach. So gut, der ist euch viel wert, naja, aber trotzdem. So random. Der ist jetzt sogar tradable. Was war das für ein Pack? Das macht gar keinen Sinn. Ich mache links, rechts, links, rechts, ich drück Pack auf, auf einmal skippt es direkt und man hat irgendwas Nices drin. Komisch. Jürgen, was geht ab, Jürgen? Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Grüße gehen raus an dich. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. So. By the way, ich muss einmal ganz kurz Promo machen. Für meinen Partner FODMOB. Checkt den gerne ab. Downloadet euch die App über den Link in der Videobeschreibung. Ihr habt einen Kalender, wo ihr alles seht, welche Fußballmatches an welchem Tag sind. Zum Beispiel ohne den Kalender hätte ich gar nicht gewusst, dass heute Chelsea gegen Newcastle spielt oder dass heute Al-Nassr im Pokal sein Rückspiel hat, wo die kurz vorm Rausfliegen sind. Ihr seht von den Matches alle Facts. Ihr seht Noten der Spieler, welcher Spieler hat was gemacht, Tore. Ihr seht eine Schussmap. Was passiert ist, wird zum Beispiel mit dem Treffer von dort, der hatte aus ähnlicher Position, der in der 22. Minute schon Schuss, der war nicht drin. Taylor mit dem Kopfball nach der Flanke von Grimaldi. Ihr seht alles genau, wer hat in welcher Minute von wo geschossen, wie sind die X-Goals, wo ist er hingeflogen, wo Baku hingeschossen hat, fast Eckfahne. Das ist skandalös. Ihr seht richtig viele Stats, also wer Fußball feiert, wer so Stats liebt, wer up-to-date sein will, dafür ist die App wirklich die beste Fußball-App, die man haben kann. Und ihr könnt sie euch kostenlos downloaden, das ist mein fester Partner. Checkt die gerne ab, die sind oben in der Videobeschreibung verlinkt und ich hau euch den Link auch gleich nochmal in den Chat. Alle Updates, was so im Fußball geht, Transfer-News, Gerüchte, seht ihr auch. Und das zu allen Ligen auf der Welt. Guck mal, jetzt für ägyptische Liga, bolivische Liga, Chile-Liga. Wenn ihr euch für irgendwelche exotischen Ligen interessiert, selbst die sind einfach hier gelistet. Das ist so crazy. Und ihr könnt nicht nur Infos über einzelne Vereine, sondern auch über einzelne Spieler holen. Zum Beispiel, ich folge Cristiano Ronaldo. Hier seht ihr, im Vergleich zu anderen Spielern hat er die meisten Schussversuche, die meisten Tore in der Liga so. Dafür spielt er für seinen Mitspieler nicht so viele Chancen heraus. Das sind alle Schüsse, die er in der Saison abgegeben hat. Und man sieht nicht nur, von wo die geschossen wurden, sondern guckt mal gleich auf die nächste Karte. Die ist auch übertrieben geil. Ihr seht auch, wo sie im Tor eingeschlagen sind. Zum Beispiel, guck mal, wie oft der Aluminium getroffen hat. Ronaldo hat in der Saison 2-mal linken Pfosten, 2-mal Latte, 3-mal rechten Pfosten getroffen. Das ist auch schon sehr unlucky, unabhängig von den Bällen, wo der Keeper dran war oder der Keeper sogar auch noch an Pfosten und Latte gelenkt hat und sowas. Also er hätte schon ein paar mehr Tore noch haben können mit Glück. Ja, und das sind alle weiteren Statistiken, die man im Vergleich zu anderen Spielern sieht. Defensiv ist er natürlich nicht der Beste, dafür offensiv überall unter den Top-Leuten. Das ist ja schon seiner gesamten Karriere so. Man kann hier seine gesamte Karriere nochmal verfolgen. Alle Noten, die er hatte, Tore, Statistiken, alles drum und dran. Wie krass einfach seine erste Manu-Saison wieder war, ne? 24 Tore, 3 Vorlagen hatte er da, als er zurück war in der Premier League mit 35. Wild, ja, FODMOB! Geilste Fußball-App, könnt ihr kostenlos downloaden, ihr seht es alles, ihr findet alles in dieser App. Ihr könnt sogar oben immer auf die Uhr drücken, dann seht ihr alle Matches, die gerade weltweit live sind. Falls ihr gerade richtig Bock auf Fußball habt, wenn euch ein Match interessiert, setzt ein Herz, dann habt ihr das Match sogar auf eurem Sperrbildschirm. Nein, Anke Frederick, das hatte ich ihm ja gezeigt, so dieses Feature, er hat auch direkt die App gedownloadet. So geile Matches auf dem Sperrbildschirm zu haben, die ganze Zeit da up-to-date zu sein, was in den Matches passiert, ist übertrieben geil. Das ist ein Big Feature, also wie gesagt, ich feiere die Fußball-App. Deswegen arbeitet ihr mit dem zusammen, habt ihr jetzt festen Partner und empfehlt ihr euch gerne, ich benutze sie selber. Deswegen, gebt der App eine Chance. Ich sage, jeder, der die App mal ausprobiert, der wird die sehr feiern, wird die danach nur noch benutzen. Deswegen, der Download-Link zu FODMOB ist oben in der Videobeschreibung, oben im Chat. Mit einem Klick könnt ihr euch die App kostenlos downloaden, die ganzen nice Features nutzen und für jeden Fußballfan ist das genau das Richtige. Yes! Jetzt sagst du, Chelsea oder Newcastle gewinnt. Ich hoffe, Chelsea für Chilwell Showdown. Boah, ich habe diesmal gar keine Showdown-Karten gemacht. Warte, lass mal einmal über die Showdown-Karten rüberfliegen. Ich hatte bei dem Pokalfinale Liverpool
Da hatte ich McAllister abgeschlossen, zum Glück. Der hat ja auch ein geiles Upgrade bekommen. Aber sonst mir ist es immer zu riskant mit den Showdown-Karten. Ich weiß, in den letzten FIFA-Teilen hatte ich immer Pech mit den Showdown-Karten. Ich habe immer genau das abgeschlossen, was am Ende verloren hat. Und wenn die nicht geupgradet werden, dann benutzt man die auch nie wieder, weil man immer so Frust hat, dass sie nicht geupgradet wurden. Deswegen, ja okay, jetzt sind ja auch nicht mehr so die mega geilen da. Na, obvious, weil die Spiele jetzt gleich laufen. Sind die meisten jetzt abgelaufen, aber... Naja, die kriegen ja echt heftige Upgrades. Die Showdowns jetzt, wenn die gewinnen, kriegen ja ein plus 3 oder so und gehören mit zu den besten Karten überhaupt. Aber wenn die verlieren, dann passiert halt ehrlich gar nichts. Warte mal, wir haben hier ein 84 Plus Pack auch aufgediegen mitgenommen. Das ist gechillt. Das ist sehr gechillt. Hier auch nochmal alles einpacken einfach. Für ein bisschen Kleinkram. Das war glaube ich alles, ne? Ah ja, steht sogar die Zahl gar nicht mehr oben dran. Geil, die haben es hinbekommen. Wird es dir was bringen, wenn ich die einfach so über den Link download oder wieder lösche? Ja, mit jedem Link, mit jedem Download über meinen Link supportet ihr mich obvious, weil wir haben auch überlegt, einiges so gemeinsam zur EM zu machen und alles, ich und Fortmo. Aber es geht natürlich nur, wenn die merken, dass meine Community die App feiert. Also jeder Download über meinen Link, der ja kostenlos ist, supportet natürlich. Du musst die App, wenn du willst, kannst du sie auch direkt danach wieder löschen. Du kannst sie auch wenigstens kurz ausprobieren, so 10 Minuten. Wenn du sie dann kacke findest, dann lösch sie einfach wieder. Aber ich sag so, ist die Baller, ne? Ja, die Baller wäre auch gerade Special Kack gewesen, oder? Nee, ich weiß gar nicht. Ach, die mache ich jetzt nicht so nice. Aber ja, man kann ja zumindest mal ausprobieren. Die ist ehrlich sehr, sehr nice. Aber warte mal, wofür Discarden, wenn die eh alle umsonst sind? For what, man? For what? Tobias Wolf, danke für dein VIP. Gibt noch eine Evolution, mit der du die Showdowns nochmal krasser machen kannst. Showdown, der geupgradet wird und dann noch krasser gemacht wird. Diese Evolutions dieses Jahr sind sowieso vercrackt. Die waren ja auch so oft verbuggt, dass man irgendwelche Spieler jetzt schon auf 98er Rating und so machen konnte. Nur warum, nur wenn er alles richtig gemacht hat. Ne? Das haben die wenigsten wahrscheinlich so durch Zufall genauso gemacht. Aber da gibt es ganz sehr wilde Sachen. Auch mit Taya, der zwischendurch irgendwie K.O. 99er Rating hatte und alles drum und dran. Ey. Andersrum, ich hab die App, ich lösche die und lade die wieder über den Link runter. Ja, kannst du ausprobieren. Könnte sein, dass was nicht, ich hab keine Ahnung. Tobias Wolf, danke für den Kreisliga-VIP. Was ein Vorschlag von dir, Legende. Aber deswegen, also jeder, der auch supporten will, einfach kostenlos. Gibt immer Möglichkeit, kostenlos zu supporten. Man muss gar nicht donaten, VIP sein, keine Ahnung, was auch immer. Einfach so mal so eine App abchecken und ausprobieren. Oder. Ja. Ein 84er, mal gucken. Nein, nicht mal Walkout, okay, es wird genau ein 84er wahrscheinlich. Ginter, Hummels, Süle. Was geht ab, Noblas? Kannst du mich bitte grüßen, was geht ab, Moritz? So, 383er, auch gediegen, leider gar keine Special Card. Es wird diese Frau da, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Sieht eigentlich, warte, was hat sie? Ich dachte, sie hätte sogar noch mehr. Oder ne, es war glaube ich auch eine andere, an die ich gedacht habe. Naja. Die ganze Zeit, Bruder. Was für Vorschläge im Chat, ist gut für dich, wenn ich die App runterlade, wieder lösche, runterlade, lösche, runterlösche wieder. Nein, also ich glaube, ja, das bringt ja immer nichts mehr. Auch korrekt für den Vorschlag. Ihr habt Ideen, Digga, aber korrekt, wie ihr es supporten wollt. Ich küsse eure Augen, ehrlich. Sehr, sehr korrekt. Darauf ein gutes Icon-Pack, komm. Yay, mach kein Auge. Wir werden das Pack jetzt nochmal normal öffnen, oder? Und danach können wir wieder entscheiden, ob wir wieder Bock auf ein Roulette haben. Aber ich will jetzt hier eine Animation sehen von einem Thunderstruck, von einem Centurion. Sieht man eigentlich direkt, wenn das Pack aufgeht, ob es ein Event-Icon ist? Hey, was verpasst? Muss man WL zocken auf Süß 16.4. Geht der jetzt Weekend League eigentlich immer bis Dienstag? Auch komplett an mir vorbeigegangen, dadurch, dass die Weekend League nicht mehr zocke, dadurch, dass die mich irgendwann früh genervt haben. Naja. Erkennt man leicht. Okay, man sieht es also direkt. Oh mein Gott. Also, ey. Also, wenn ich nix sehe quasi, dann ist es eine Base-Icon. Bitte nicht. Ne, jetzt schon sauer. Irgendwie sieht das nicht geil aus. Warte, Thunderstruck bitte. Ey, der hat doch auch eine nice Version. Nein, das war nicht Stroy. Oh, der juckt gar nicht. Der juckt ehrlich gar nicht. Der juckt null. Der juckt ehrlich. Ich hab sogar vorhin noch gesagt, so nice. Okay, immerhin. Ey. Was muss ich machen, dass bei Fortmob der Spielstand auf dem Sperrbildschirm eingezeigt wird? Ah, okay, es kommt noch ein bisschen drauf an, was du für ein Handy hast. Wenn du iPhone hast, musst du nur oben den Stern drücken quasi und dann ist es auf dem Sperrbildschirm drauf, wenn du ganz oben rechts 10k wärst. Woo! Woo! Digga.
so unfassbar. Panda sei jetzt wenigstens sein können. Sogar Base Panda sei besser als diese. Ach komm mal. Also bei anderen Handys, wenn man so Google Phone hat und Samsung, ich weiß, da weiß ich es leider nicht genau. Das war auch ein L wieder. Wir kassieren nur L's, Digga. Ein L nach dem anderen. Woo, 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 woo. Tanz den L-Tanz. Ja, wir machen weiter, bleiben drin. Never give up. Wie heißt die App? Fortmob. Aber die ist auch oben im Chat verlinkt. Also in der Videobeschreibung ist sie verlinkt und oben im Chat. Im Chat ist eine angepinnte Nachricht von mir. Und da könnt ihr einfach auf den Link gehen, dann könnt ihr sie direkt kostenlos downloaden. Ihr werdet direkt weitergeleitet zu Google Play Store oder zu Apple Store, je nachdem welches Handy ihr habt. Dann könnt ihr einfach schnell umsonst downloaden und dann später ausprobieren, testen, wie es dann. Das ist ehrlich strong. Weg Moritz, danke dir. Machst noch mehr auf von Zuschauern. Wenn irgendein Zuschauer öffnen will im Stream, ihr kann auf jeden Fall Bescheid sagen. Also ich würde sagen, wir können auch von Zuschauern welche aufmachen. Aber am besten nur, wenn ihr Bock habt, Icon-Packs zu öffnen, macht schon mal mindestens so 2 fertig. Und wenn ihr 2 habt, dann sagt Bescheid, dann können wir bei euch rein. Wenn ihr auf PlayStation zockt, könnt ihr Übertragung starten, dass wir bei euch zugucken können. Und dann aber ohne Roulette oder so, sondern einfach auf simpel öffnen. Weil wir bei jedem Zuschauer Roulette machen, das dauert echt ein bisschen zu lang, ne? Ja, das reicht schon nicht mehr. Aber ja, prinzipiell hat man auf jeden Fall Zuschauer auch die Möglichkeit zu öffnen, ja. Ja, okay, wir schicken so ab. 2021 haben wir FIFA begonnen, seitdem schaue ich immer deine Videos. Nice. Jetzt würden manche Leute sagen, du hast die besten FIFAs gar nicht miterlebt. FIFA 19, 18, 17, 14, 13. Aber sag, die neuen FIFAs sind nicht so schlimm, wie sie gemacht werden. Manche haten ja komplett. Sag, die machen auch natürlich ein paar Fehler so als Firma. Die machen auch vieles besser als damals. Und das checken viele Leute nicht. Ah, okay. Langsam ist Mau hier mit Spielern. Zurück auf PlayStation, habt ihr nicht meine Freundesliste? Das ist egal. Ja, man kann auch so einladen. Man kann auch ohne Freundesliste tatsächlich einladen. Mein letztes FIFA war 16. Dein letztes FIFA oder dein erstes FIFA? Man hat nicht gesehen, wie lange ich hier folge. Es ging eine Zeit lang auf YouTube. Dann auf der YouTube-Startseite links in dieser Liste, wen man alles abonniert hat, wenn man da guckt, eine Zeit lang konnte man da echt sehen, seit wann man bei jemandem Abonnent ist. Ich weiß noch nicht, ob das immer noch geht. Bin mir unsicher. Man spielt jetzt auf einem Ohr Danny durch Packs und SPCs gleiten zu hören. Macht das in der Nachtarbeit erträglicher. Danke dafür. Nice. Ich hoffe, du hast einen Job heute Abend. Und nicht zu lang auch, aber ja, ein bisschen Content nebenher ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber umso geiler ist sogar auch, glaube ich, der Content, wenn wir geile Sachen ziehen und ich mich freue. Sie, ey, mach kein Auge, gönnt ihr ein bisschen coole Sachen und dann. Dann ist was drin hier. Dann haben wir alle Spaß. Dann habe ich Spaß, dann haben die Zuschauer Spaß. Wir können alle Spaß haben hier. Wir können alle Spaß haben, wenn ihr gönnt. Wenn ihr dafür sorgt, dass wir Spaß haben. Letztes Mal seitdem nur deine Streams. Das ist echt crazy. Seit FIFA 16 nicht mehr, das ist schon echt lange. 8 Jahre. Das ist sehr wild. So, hier brauchen wir ein 83er Rating, ne? Da können wir echt einfach nur 83er reinhauen. Leute, nur 83er, ein 81er und ein 83er Info. Dann geht das perfekt auf. Mathematik. Zack, wir haben kein 82er. Jetzt der Info, der ein 83er Rating hat. Mathematik. Man kennt sich aus inzwischen. Zack, und wieder ganz fix ein Icon Pack fertig gemacht. Aber ganz fix. Da ist es auch schon wieder. Was ist, das ist, glaube ich, von mir persönlich schon mein 7. was ich öffne. Ich habe zwar 6-mal Spieler gezogen, die 100k jetzt. Das ist so frech, ne? Aber es ist das 7. all in all. Hab 4 Icon Packs ready. Ehrlich? Ehrlich? Hey, ihr wisst ja wahrscheinlich, wie man einlädt. Am einfachsten wäre, wenn ein Mod eine Party machen könnte. Ich glaube, von den Mods, die auf PlayStation aktiv sowas machen, ist, glaube ich, gerade keiner da. Ich kann mal den Namen einblenden. Wo man einladen kann dann. Oh.
Einfach mal Dick reinkloppen. Einfachste, beste PSN-Name. Q, E, U, T, I, J. Ah, warte mal, da fehlt ein Buchstabe. Koiti, J. Hey, ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr. Koiti Jipuda. Koiti Koiji. Was? Das ist immer noch falsch, Mann. Oder warum eigentlich auf den schwersten Namen der Erde? Einfach, damit ich nicht mehr gehackt werde. Koiji. Ey, Mann, jedes Jahr mache ich einen neuen PSN-Namen, damit ich wieder undercover unterwegs bin in der Weekend League und die Gegner und alles auch nicht wissen, wer ich bin. Aber diesmal habe ich echt Vogel abgeschossen, ey. Letztes Jahr hieß ich ja noch Truput Bushi, der war noch relativ einfach, aber Koijipona, damit habe ich echt ein bisschen übertrieben, glaube ich. Weil ich hau immer auf Tastatur dann einfach auf und dann habe ich meinen Namen fertig, that's it. Auf simpel. Danke, dass du damals einen Großteil meiner Kinder geprägt hast. Nice, nice, freut mich auf jeden Fall. Koijipona, was ein Name, ey. Okay, warte, wir können aber jetzt auch erstmal wieder eine Roulette machen. Eine Roulette, bei dem gedreht wird, bei dem geroulettet wird. Weil es waren echt sehr viele heiß auf Roulette. Und ich würde sagen, dementsprechend ist es auch wieder Zeit für Roulette. Achso, ich muss einmal kurz das Video raussuchen, bei dem ich ja vorhin aufgenommen hatte, welche Spieler wir alle jetzt im Verein haben. Okay, erstmal müssen wir eh hoffen, dass es kein Duplikat ist. Es wird Zeit für ein Icon-Roulette, weil ich glaube, diesmal muss sie eh gönnen. Die können nicht so oft nacheinander Müll uns geben. So, das Pack ist jetzt, glaube ich, auf. Ich hoffe, hier ist jetzt eine geile Toti-Animation mit Blau, die Stars. Der Spieler ist am Tanzen, macht den Wurm gerade auf dem Boden. So, drücken wir mal weiter. 3, 2, 1. So, bitte kein Duplikat. Er wurde abgespeichert, es ist kein Duplikat. Was einerseits gut, andererseits schlecht ist, weil ich echt viele Gute auch im Verein habe. Das heißt, ein geiles Duplikat wie Matthias Tutti-Icon, so wäre auch nicht schlecht. Koijipona, ja, hast richtig geschrieben, Jürgen. Ich könnte versuchen mit der Party. Ja, das wäre gechillt, Pro Army. Das wäre gechillt. Sonst könnten die dich erstmal einladen. Sonst gib du mal deinen Namen, Pro Army, bitte. Dann könntest du bei denen auch gucken, ob die wirklich die Packs haben, die sagen so mäßig. Und wenn die das haben, dann komme ich rein in die Party und guck mir das an. Und dies und das, das wäre echt gechillt. Weil deine wollen wir eh auch noch angucken. Dann kann ich einfach mit dir in der Party chillen. Und dann kannst du Bescheid sagen, wenn quasi einer drin ist, der auch geile Packs hat. So. Und dann ja, kann man sich die angucken. So. Das wäre echt sehr, sehr cool. So. Hier ist durch. Zack. Erstmal Liga jetzt. Icon. Es ist Zeit für Roulette Nummer 2 heute und wir machen jetzt das kürzeste Icon Roulette. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Aber wir gucken direkt nach Mia Hamm. Damit ich direkt Hose ausziehen kann, falls es Mia Hamm ist. Aber auch mit keinem, keine Ahnung. Dani KSR. Nicht mal mit einer Gehirnzelle habe ich dran geglaubt, dass sie es sein könnte. Also wer Icon Pack hat, kann Dani KSR zu einer Party einladen. Ja, genau. Dann könnt ihr einmal da das Bildschirm übertragen, SharePlay anmachen. Dann guckt ihr einmal, ob ihr das Pack habt. Und wenn es da ist, dann ja, dann komme ich rein quasi. Und dann können wir Gas geben. Dann können wir gute Sachen ziehen. Ihr werdet wahrscheinlich alle besser ziehen als ich, wie es immer so ist, wie es jedes Mal so ist. Ich weiß gar nicht, warum Leute YouTuber haten. Leute sagen so oft, YouTuber ziehen so gute Sachen, nur weil YouTuber sind. Ich schwöre, ich ziehe am schlechtesten. Jeder Zuschauer zieht immer besser als ich. Jürgen, viel Spaß beim Sport. Das ist so crazy, ey. Und klar, andere YouTuber so Tizi Schubeck, Gabra, die ziehen gute Sachen. Ja, okay, aber auch bei 30.000 Euro pro Lightning Round, ne? Also da zieht ja jeder gute Sachen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass YouTuber irgendwie mehr Packler haben. Ich sag's euch ehrlich, meistens die Zuschauer so die am inaktivsten in FIFA sind. Ihr habt doch auch genau diese Leute als Freunde, safe. Die sagen so, ja, ich hab 3 Jahre kein FIFA gespielt, hab jetzt ein Pack aufgemacht, hab einen neuen Toti-Icon gezogen. Ja, ich will auch Glück haben. Ich will auch Glück haben. Sobald ein Land dieses Sand als Anfang hat, weißt du, das ist das schönste Land der Erde gefühlt. Das sind immer nur solche Inseln mit Palmen. Ja, glasklarem Wasser, alles drum und dran. Slowakei, bla bla bla. Wie de Chubbig. Schottland, Dalglisch habe ich nicht. Will ich auch nicht. Perfekt. Al-Jaber,
Vielleicht kriegt Al-Jaber ja irgendwo noch Alten Card. Ey, Al-Jaber hatte dieses Jahr gar keine Alten, ne? Letztes Jahr wurde Al-Jaber diese Hero-Card ab und zu noch benutzt, weil er auch eine geile Fantasy-Version hatte, so. Aber dieses Jahr hat dieser Al-Jaber irgendwie gar keine Daseinsberechtigung, ne? Der wird ja... Dasselbe aber auch für Alo-Vairan. Auch dieses Jahr gar nicht von irgendjemandem benutzt worden, weil er auch nichts Geiles zu bekommen hat, oder? Gar nicht gesehen bisher, noch nie gegen gezockt. Yashin habe ich in einer Version. Haji, habe ich Haji? Warte mal. Doch, ja, ich habe die Dynasty von Haji. Ey, wenn ihr mir jetzt auch noch die Baby-Version gibt, ne? Und besser ist das. Nein, bitte nicht. Okay, die hatte ich schon, das war eine SBC. Und dann müsste ich alles durchhaben, außer die Top-Nation, das hätten wir auch schon mal weg. Ich bin auch der Freund, du bist der Freund, der einmal mehr FIFA schon ganz sehr gut zieht. Er hatte sogar Footies am Ende. Al-Jaber hatte Footies oder Al-Oberan letztes Jahr? Wenn denn Al-Oberan, ne? Al-Oberan hatte eine Hero Evo gepasst dieses Jahr, aber ich habe noch keinen gesehen, der die hatte oder benutzt hat oder wie auch immer. Best, okay, habe ich die Footie-Version? Giri hat ja jetzt nicht mehr, dadurch, dass so Kotscher Hero ist. Dann haben wir noch Mexiko. Nein, bitte nicht. Und dann haben wir hier eigentlich auch, ne? Haben wir auch alles. Geht so schnell bei diesen ganzen Nationen immer. Geht so schnell bei so vielen Buchstaben. Ich denke gar nicht, warum ich überhaupt nicht von oben nach unten gehe. Ich mache immer aus Reflex von unten nach oben irgendwie. Ich habe irgendwie da ein besseres Gefühl, wenn ich von unten nach oben gehe. Wieso auch immer, das macht gar keinen Sinn. Bitte keine Sauer. Das ist aber auch nicht bei der Nation bleibt, weil man jedes Mal wieder nach oben rutscht. Das ist ein bisschen nervig. Die letzte ist eine Freundschaftsfrage geschickt, müsst ihr kurz annehmen. Hä, hey, kann man eine Freundschaftsfrage senden? Hat sich das nicht deaktiviert? Tschüss! Man kann anscheinend. Ah, okay, ich hab angenommen. Sind wir relativ weit oben. Hä, oder? Was passiert hier? Wird auf Akzeptieren gedrückt. Gönn doch, Blazy, gönn doch. Also ich hatte Japan eben. Pushkas ist ähnlich. Obvious, weil Pushkas über 100k kostet. Das ist wieder ein 100k Boy. Aber wenn er jetzt wieder 100k kostet am Ende des Tages, oh, bitte nicht laut überschreien. Aber wenn er wieder 100k kostet, dann bin ich eigentlich langsam traurig. Dann fühle ich mich langsam verarscht, dann will ich mein Geld zurück haben. Geld und Coins will ich zurück. SN habe ich eine Version. Ihr plaudert auch die ganze Zeit nur Müllsachen in meinem Verein auf, weil es halt die Sachen sind, die ich bisher schon gezogen habe. Machen wir weg hier kurz, diese ganzen Länder. Nice! Warte, wie war das? Shake habe ich die Tutti-Icon. So. Hier war wirklich nur Bulgarien, ne? Und bei A kommt gleich gar nichts mehr, oder? Das ist entweder Bulgarien, das ist entweder Stoichkov, bitte nicht. Oder eine Top-Nation. Okay, wir sind mal wieder bei der Top-Nation, man kennt es doch. Hätte den ersten mit 4 Packs. Okay, wenn wir durch sind, dann können wir direkt bei ihm rein. 4 Packs ist echt crazy. 4 Packs ist crazy. Das heißt, wir gucken gleich beim Zuschauer ein bisschen rein. Versuchen jetzt. Jetzt hoffen wir, dass ich eine gute Sache heute ziehe. Eine einzige gute Sache. Das kann nicht so schwer sein, je einen guten Spieler am Tag zu kriegen. Einen stabilen, der über 100k wert ist. Das ist jetzt unser Ziel und danach gucken wir bei euch ein bisschen rein. Wir haben einen Ready mit 4 Icon Packs. Wir haben Pro Army, der auch bald 2 hat und. Dann gucken wir, was ihr so zieht. Ihr könnt ja gar nicht schlechter ziehen. So. Zanetti in der geilsten Version würde ich sogar mitnehmen. Aber dann auch nur in der geilsten Version. Warte mal. Habe ich Veron oder sowas? Ich habe kein Argentinier. Ich habe wirklich kein Argentinier, aber ich darf es noch bleiben. Perfekt. Perfekt. Brasilien lassen wir kurz noch England. Das Problem ist halt, die geilen Engländer habe ich halt auch schon. Ne? Ich habe halt Ferdinand Tutti-Icon. Warte, was habe ich noch? Und noch einen habe ich. Ich weiß auch nicht mehr wen. Nur habe ich in einer Version. In der guten quasi. Ah, bleibt so. Bitte nicht! Außer Charlton.
Aber nein, Packs sind die größte Verarsche, die ich in meinem Leben gesehen habe. Was ist das denn? Das ist ja gottlos. Das ist ja kompletter Scam. Schon jede einzelne Icon, die ich gezogen habe, die würde ich, weiß nicht, gegen eine Capri-Sonne eintauschen. Also das ist, was wollen die von mir? Ich kacke im Stehen, ehrlich. Ich kacke im Stehen. Das ist komplette Verarsche, Mann. Ich schwöre nicht, ein einziger Rebuff. Was haben wir auf noch 5 Packs? Nicht einer über 100k wert. Sölemann. Also dieses Game auch noch aufgegangen im Hintergrund und so. Stark hier, ey, woo. Seid ihr überfordert von den guten Sachen, die in den Packs drin sind oder was? Können die, das können die nicht handeln. Das können sie nicht laden. Zu viele gute Sachen. We can't handle this. Yeah, man. Mal gucken, ob hier Bildschirmfreigabe schon da ist. Ne, ist noch nicht da, oder? Oh, shit. Ah, hier freie Bildschirm. So, es lädt gerade noch ein bisschen, perfekt. Okay, ey, crazy. Crazy, Sandro. Sandro hat 4 Icon Packs. Also, ich würde sehr gönnen, dass da was Gutes drin ist. Ohne Lügen, ey. Mal gucken, was bei ihm drin ist. Es kann nicht schlechter sein als bei mir, sage ich ehrlich. Außer er zieht dreimal den gleichen. Das wäre noch mehr Scam. Immerhin hatte ich keine Duplikate, aber man hat auch keinen Unterschied. Ich werfe die eh alle weg. Oh, was für Spieler, Mann. So, was zieht der? Kriegt der irgendwie Ehre? Oh mein Gott. Beckham, warte mal. Selbst als Baby Beckham ist es sogar stabil eigentlich. Also nicht stabil in dem Sinne, dass er jetzt Milliardär ist, aber sogar besser als alles, was ich hatte, ne? Wie viel kostet ein Baby Beckham? Kostet jetzt nur so 200k oder so? Ja, 200k! Ist jetzt nicht das Beste der Welt, ne? Aber 200k. So. Gut, was machen die anderen? Hey, mindestens ein Event-Icon sollte auf jeden Fall auch am Start sein. Hey, für 4 Dinger, die man öffnet, das ist schon stark, ehrlich. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, warte mal. Dieses Smith? Die geben ihm englische Nationalmannschaft einfach. Der hat ihn schon. Aber wenn neu abonniert, Ehrenmann, Toastbrot. Wenn ihr euch abonniert habt, kann unter dem Kanal einmal auf Abonnieren drücken, verpasst man keine Videos mehr, korrekt? Und keine Streams natürlich auch. Ich werde jetzt nochmal England. Stoikov, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Wie viel ist er wert? Der könnte aber auch zumindest 2k kosten, aber oder nicht so, dass das irgendwie was begründen würde. 150, aber trotzdem Müll. Oh Leute, 2 Likes, dann haben wir die 300 auch geknackt. Wenn ihr euch geliked habt, gerne einen Daumen nach oben da lassen, dafür, dass wir ihn gönnen werden. Natürlich, 20 Millionen umstehen, bei ihm läuft auf jeden Fall. Aber trotzdem sei ihm gegönnt, dass er jetzt wenigstens ein Event-Icon. Ein Like noch für die 300. Ey! Nein! Smith wenigstens. Wenigstens Smith. Immer ein Event-Icon. Aber es war jetzt auch nicht das Wahre. Wie kostet sie? Auch 180. Hat er jetzt keinen über 200k gezogen. Das war immer ein bisschen besser als bei mir. Aber 3 Engländer will man auch nicht haben. Mal gucken, was er für ein Verein hat. Tschüss. Er ist auch so, er liebt das, Leute rot zu machen. So. Touré! Ey, diese Karte habe ich noch gar nicht gezockt. Auf die hätte ich auch Bock. Er macht einfach einen Ronaldinho rot. Er macht einfach einen De Bruyne rot. Ja, okay, die Mbappé war am PSGM. Wenn die eh untradable waren, okay, ne, aber... Hä? Oh, ja, wahrscheinlich war alles untradable. Wahrscheinlich wurde er diesen untradable gehabt und gut gemacht. Solche gibt's auch, aber sehr krasses Team. Da kann die auch bestimmt zu wild. Crazy, geil. Geiles Team, geiles Squad. Fresh. Ich hätte auf jeden Fall mehr Packler gegönnt, aber das Team ist sehr geil. Okay, jetzt wird's hier ein bisschen pixelig. Jetzt fliege ich hier auch raus, was passiert hier? Warte, ich muss gleich bei mir einmal Ultimate neu starten. Aber das Geile inzwischen, früher, wenn ich bei Zuschauern zugeguckt habe, was die so für Packs aufmachen, dann hat sich immer FIFA komplett geschlossen. Das ist inzwischen nicht mehr so, ne? Man kann kurz zugucken und direkt wieder in FIFA rein, so auf Log. Was gab es, Sebbe? Alles gut? Ja, wir hatten jetzt 4 Icon Packs von mir und 4 Icon Packs von euch. Und sie waren bisher scheiße. Also das können wir auf jeden Fall so festhalten. Sie waren bisher Müll. Much. Schrott. Also wenn jemand noch Icon Packs hat, ihr seht unten links den PSN von Dani eingeblendet. Dann könnt ihr einfach mal bei ihm eine Anfrage schicken, eine Einladung zu einer Party und zeigen, dass ihr die Packs habt. Und dann komme ich rein und gucken, wenn es die Icon Packs auch bei euch an. Ich werde alles scheiße bei mir, aber passt. Wie läuft es hier? Hä, warum alles kacke? Okay, das ist echt. Das klingt nicht fresh, ey. Das klingt echt nicht nice. Bei mir ist eigentlich alles gut, ey.
War ich richtig hyped so auf die nächsten Monate, weil jetzt geht langsam wieder. Warte, welches bisschen ich gemacht? Jetzt geht langsam wieder das gute Wetter los. Jetzt wird alles eigentlich wieder fresh so. Winter finde ich immer kacke, Winter immer wack. Aber jetzt kommt ehrlich eigentlich die gute Zeit wieder. Wo man draußen chillen kann, wo man im Pool chillen kann, wo man, keine Ahnung, Carpool fahren kann, wo man keine Ahnung was machen kann. Hier regnet es den ganzen Tag. Ja, das ist das. Also momentan ist es noch kacke, aber so, gib dem noch 2, 3 Wochen und dann geht es hier in Deutschland los. Dann sollte eigentlich alles stabil sein. Stabil. Ey, was habe ich denn drin? Ah, ich habe einen neuen 80. Erste viel ist gut, Landschein. Das ist okay. Da muss ich noch ein paar 81er ranholen. Ja, das ist aber die letzte SBC quasi, die ich machen kann. Aber dann konnten wir uns trotzdem aus einem Pack, das wir gekauft haben, aber für das Pack haben wir halt auch 50 Euro bezahlt fast, ne? Ne, das hat, wobei das hat 30 gekostet. Es gibt ein anderes Pack für 50, stimmt, das haben wir gar nicht geöffnet. Aber das Pack hat 30 Euro gekostet, da haben wir dann 4, vielleicht 5 Icon Packs rausbekommen, aber die Icon Packs waren alle Discount-Preis, also irgendwie so. Weiß gar nicht. Kann aber auch Base Icon spielbar, ja. Kann man schon zocken, aber. Der nächste wird so 6er K-Pack mit Münzen öffnen und ein Icon Pack, okay? Ja, von mir aus, aber. Also. Haben sie das rentiert? Weil 600k Pack schon? Aber warte, welches 600k Pack? Das hier will er mit Münzen öffnen. Oder das kann nur ein L werden. Also bei diesen 57k sage ich sogar, es könnte noch was werden. Mit ganz viel Glück. Okay, ja, lad gerne so ein zur Party. Sag ich auch mal mit Münzen. War Fehler. Glaub mir. Ja, Bro, das darf man ehrlich nicht mit Münzen öffnen. Das ist echt Fatalität. Fatality. Ich hab auch einen Hoch bewertet und dann vielleicht noch ein Inform, wenn ich zukacke. Könnte sogar reichen, so. Hä? Ist das nur das halbe Team aufgefüllt? Fuck. Tobias, danke für das Upgrade beim VIP. Hä? Wie hab ich das denn hinbekommen? Dass das halbe Team fehlt. Hab eingeladen, okay, korrekt, ich komm gleich. Hab WhatsApp geschickt, bisschen ablenken. Okay. Hey, what the fuck? Okay, ich weiß auch nicht, was ich jetzt, inwiefern ich jetzt darauf reagieren kann. Onstream, wenn du meinst, du willst da im Chat nicht ein großes Thema draus machen. Aber das ist echt richtig kacke. Alter, das ist ja noch. Also, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hey, was mach. Check gar nicht. Hey, was jetzt mit der Wohnung? Oder. Hä? Kostet die alte jetzt? Ja, also schreib mal, aber was ist jetzt? Wo wohnst du denn jetzt? Also, konntest du wieder in die alte, beziehungsweise konntest du jetzt doch verlängern, oder? Oh, das ist echt geisteskranker Kram. K-Pack oder 750k. Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, je nachdem, wenn du Futter haben willst, ist die 600k-Pack perfekt. Wenn du aber die Chance, was Gutes zu ziehen haben willst, dann ist eigentlich 57 besser. Garantie 93 immer noch krass, ja, ist schon gut. Aber warte, wir können jetzt erstmal beim Zuschauer reingehen. Ich habe ja auch gleich das Icon-Pack wieder ready, aber wir können jetzt bei ihm erstmal gucken. Warte, zack, zack. Die Einladung müsste ich jetzt chillen. Genau! Genau! Icon Pack und Shop Pack.
jetzt schon drin eigentlich, ja, ne? Ah, da ist die Bildschirmfreigabe. Er macht doch das 750k Pack auf, dann war das der sogar, der im Chat gerade gefragt hat, oder? 750k Pack, ich hab's auch, ich hab noch nicht gesehen, ne, dass es jemand geöffnet hat, aber das, was da steht, das hört sich halt krank an, warte mal. Okay, was passiert hier? Wer ist das? Keen? Rush? Warte mal, und dahinter ist, ne, Champions League Hero? Warte mal. Chances for advances, I'm a real dice shaker. Chilling by the golf, I'm chewing on this Tex-Mex. Sipping margarita, probably get some neck necks. Very little effort, and I'm still the best dressed. Just remember that I was chosen, and it made me. Das hat sich in der Theorie 10-mal geil angehört, das Pack, als es jetzt am Ende war. What the fuck? 1,89er nur? Was Ashley cool? Wahrscheinlich jetzt auch eine lascheste Version, ne? Ah! Hä? Hä? Ey, verarscht, wo es geht, ohne Witz. Sorry, Bro, das war ja echt ein großer Skandal. Ey, verarscht wirklich, wo es geht? Die Packs klingen alle so krass und so. Also immerhin hat er trotzdem ein geiles Team, aber er war jetzt nicht davon abhängig. Tschüss, das Team sieht echt sehr stark aus. Ein Offizier, dieser Kanji. Ginola auch geil, cool. Heftiges Team, geiles Team, ey. Sehr, sehr nice. Also natürlich hat man trotzdem gerne was Gutes gezogen, ne? Das ist ja klar. Weil das gestern auch mit Coins und dann noch besser, als ich die Coins auf der Bank gelassen habe. Diese Beschreibung von dem Pack hat so richtig geil geklungen, dass man sich so denkt, boah, da können ja nur geile Sachen drin sein. Aber das war gerade wie ein Fiebertraum, das, als wir jetzt hier auf seinem Account waren. Das war richtig wie ein Fiebertraum, ey. Er überlegt sogar noch ein Pack zu machen. Das ist crazy. Okay, ich gehe erstmal wieder bei mir in FIFA rein. Das war wie ein FIFA. Wir sind reingegangen, er hat ein Pack aufgemacht, da war nur Kacke drin, er hat es weggedrückt und er ist ins nächste Pack reingegangen, da war auch nur Kacke drin und das war schon wieder. So, what? Wie schnell ging das denn jetzt gerade? Das ist Schock. Ehrlich, das ist ein Schock. Dann beschreiben wir die drei Icons. Ja, stattdessen drei so Heroes und die eine Icon, die da war, war so die schlechteste, die geht und. Ah, Leute, das Rating hat einfach auf den Punkt genau gestimmt. Hoffnung big! Hoffnung ist big bei mir, big! Eigentlich ist wieder unnötig viel Hoffnung, die ich habe. Was sagt ihr jetzt überhaupt zu der neuen Playlist, die im Hintergrund läuft mit der Musik? Erstmal ist sie auch ein bisschen länger als die Playlist sonst. Die geht jetzt 2 Stunden. Und halt so neue Hip-Hop, andere Hip-Hop-Kram. Natürlich auch so nur Copyright-Sound, ne? Dass hier nicht Drake und so läuft, ist ja obvious. Sonst gibt es direkt einen Bann, das war auch bei Eli, als er auf YouTube gestreamt hat, ne? Damals, das war echt sogar Drake, durch den er so 2-3 Wochen gebannt wurde. Cleane Playlist, ne? Aber neu ist schon besser als 5 Jahre die gleiche, ja? Die haben ehrlich, Epidemic Sound hat ehrlich 2 neue Playlists gedroppt. 2 neue Hip-Hop-Playlists, die beide 2 Stunden gehen. Das ist, glaube ich, die Chill-Playlist. Und dann gibt es noch so eine andere. Kann ich später das auch nochmal anmachen. Je nachdem, mal gucken. Ja, komm in den Verein, Junge, komm in den Verein. Komm rein. So, das nächste Icon Pack. Was erwarte ich da? Gar nichts. Natürlich erwarte ich gar nichts. Leute, by the way, wer noch günstige PSN-Cards haben will, kann bei Ineba abchecken. Die sind immer bei mir in der Beschreibung verlinkt. Auch wenn ihr PSN-Cards haben wollt, findet ihr dort immer den besten Preis. Selbst ohne Rabattaktion, einmal im Monat habe ich ja sogar noch einen Code, wo man richtig dick nochmal sparen kann.
Aber meistens halt nicht, aber selbst dann kriegt man ja die zum richtig guten Preis, 100 Euro Karte für 85 Euro ungefähr, 50 Karte für 43, da kommen ein bisschen Gebühren drauf, aber trotzdem ist ein Top-Preis. Und es gibt auch manchmal einfach so Aktionen, gerade wenn ihr eine 20 Euro Karte kauft, gibt es 10% Cashback einfach auf euren Account zurück. Das heißt, ihr kriegt dann ja, knapp 2 Euro nochmal gratis, die ihr dann beim nächsten Kauf wieder nutzen könnt. Das ist eigentlich ganz gechillt. Und es gibt auch gerade eine dicke Cashback-Aktion auch auf vieles andere. Also ihr könnt ja mal auf Eneba einfach raufgehen, zum Beispiel auf Game Keys und auf verschiedene Sachen. Mein Internet ist heute echt richtig am Trippen, ne? Kriegt ihr Cashback, ist eine absolut safe Seite. Ihr bezahlt dort innerhalb von Sekunden, kriegt ihr immer die Codes und ja, könnt ihr einlösen bei verschiedenen Plattformen und. Deswegen, checkt es ab. PSN-Cards, Game Keys, immer dort am günstigsten. Hier Red Dead Redemption für 7 Euro klingt auf jeden Fall nach einem sehr stabilen Deal. Dennoch Cashback zusätzlich noch? Klingt nice. Sogar bei Xbox-Cards momentan. Normalerweise ist ja, sind die meisten Aktionen nur für PlayStation, deswegen. Ja, Eneba ist immer bei mir in der Beschreibung verlinkt. Ich weiß, viele kaufen sowieso immer bei Eneba ein. Wenn ihr also ja, sowieso dort einkauft, könnt ihr immer kurz vorher bei mir in der Beschreibung auf den Link hin aufkorrekt. Das unterstützt sehr, sehr stark, dass sie auch weiter mein Partner bleiben und so Sachen ermöglichen, wie dass man hier im Stream auch die ganze Zeit einfach so Packs mitnimmt und alles drum und dran. Korrekt. Was geht ab, Blatt? Bei mir ist alles fit auf jeden Fall. Ich hoffe, bei dir auch. Wir gucken mal, ob wir jetzt so gute Icons ziehen zum ersten Mal heute aus den ganzen Icon-Packs. Wer weiß? Hab noch ein Icon-Pack. Wer Icon-Pack hat, das öffnen will im Stream oder irgendwas anderes Geiles öffnen will oder was weiß ich, kann gerne Dani einladen und links. Ist ja der Name bei PSN. Könnt ihr ihn einladen, könnt ihr ihn zeigen, dass ihr das Pack habt. Dann sagt er mir Bescheid, dann komme ich in die Party rein und dann könnt ihr das auf jeden Fall öffnen. Dann gucken wir uns das alle gemeinsam an. Ich sage so, wir haben noch kein einziges gutes Pack heute gesehen. Nicht bei mir, nicht bei einem Zuschauer. Das heißt, EA ist auf jeden Fall richtig am Gönnen. Naja, habe 11 Icon Packs. Okay, das ist unrealistisch. Wir gehen rein! Bitte nicht England, bitte nicht irgendwas komisches. Niederlande, das kann was sein. Nicht nochmal mal Nistelrooy, bitte nicht. Als Fanda so, okay, ey. Hauptsache kein Doppelter. Der hat doch eine bessere Version, warum nicht einmal bessere Version? Aber ist trotzdem der Beste, den wir heute gezogen haben, ganz ehrlich. So, Fanda so, hätte eine Thunderstruck gehabt, die 700k kostet. Ich sagte, das wäre sehr köstlich gewesen, aber auch die Version. Auch die Version ist das Beste, trotzdem, was wir heute gezogen haben. 300k, sehr solider Keeper. 300k, passt. Passt. Hab schon den nächsten, falls du nicht gesehen hast. Oh, wir können schon beim nächsten Zuschauer rein. Warte, wir sind aber gerade ja noch in der Party. Warte. Ich glaube, er hatte ja noch ein weiteres jetzt gemacht. Erstmal können wir jetzt bei ihm einmal gucken. Genau, er hatte noch ein Icon Pack jetzt ready gemacht. Er war der eben komplett hochgenommen wurde mit Icon Pack und Shop Pack. Er hat jetzt einfach noch ein Icon Pack gemacht. Wie gesagt, ich hoffe, er kriegt auch was Nices. Vielleicht der Erste, der heute was zieht, was über 500k wert ist oder so. Wer? Geil. Wait. Nein, das ist Rivaldo, aber kann das nicht auch eine gute Version sein? Oder ist das überhaupt Rivaldo? Das ist bruchig. Bei Brasilien war die Hoffnung groß. Es tut mir leid, Bro. Shit, okay, Dani hat schon den nächsten. Danke dir, Dani, auf jeden Fall, dass du das alles ready machst, gerade sehr korrekt. Er hat sogar eine bessere Version von Rivaldo. Ja, Rivaldo hat ja sogar mehrere. Der hat die Dynasty-Version und die Future-Star-Version, aber die hätte man beide nicht mal ziehen können, ne? Die gibt's, genau die beiden Events sind nicht bei den Packs dabei. Einfach Dynasty und Future-Star sind genau die Icons, die man noch nicht kriegen kann. Naja. So, Zugabe Icon Pack. Zweimal, so wie es aussieht, von Allegro. Mal gucken. Wir haben jetzt auch schon mal ein paar geile Nationen gesehen. Bei mir kamen Niederlande, Frankreich kam schon, Brasilien kam schon. Aber es waren dann nicht so die Überbänger. Und wenn es coole Spieler waren, die gute Version haben, dann auch ich die gute Version. Mach ein bisschen sauer, ey! Was kann das sein? Kaka, Zico. Ah, Sokrates und auch Baby-Version wieder. Ich weiß nicht, ob der eine andere Version hat. Der Sokrates ist so unter Radar dieses Jahr. Er hat nur die Version, er kostet 90k. Stell dir, du ziehst Brasilien und kriegst 90k, Mann. Ist Quatsch. Oder macht schon das nächste auf. Hey, Frankreich, nächste gute Nation. Er kriegt Makelele Baby, genau wie ich. Ne, warte, er kriegt wenigstens den Centurion. Er ist schon mal besser. Zu dem Centurion hätte ich jetzt auch gesagt, so passt.
Selber das ist ehrlich so krass, ne? Ich habe ehrlich losgelassen, komplett bei Foodbin. Der kostet 300k fast. Meiner, den ich gezogen habe, Baby, kostet 70k. Der hat 300k. Das ist echt nicht verkehrt, dieser Makelele. GG, danke für die Packs, dass wir die sehen durften. Wir sind wieder bei mir drin. Ich habe echt komplett losgelassen, was Foodbin angeht. Ich habe es die letzten Tage noch ein paar Mal probiert. Foodbin so schlecht, ey. Jeden Tag down, jeden Tag Preise gehen nicht. Alles lädt lange. Ey, so, seit heute habe ich offiziell mir gesagt, ich benutze nur FoodGG. Seid Leute so clean, schnell, alles drum und dran. Ich habe mir noch nicht alles angeguckt, aber wahrscheinlich der Squad-Builder wird genauso gut funktionieren. Ist ja eigentlich genau die gleiche Seite, nur halt gut jetzt inzwischen, ne? FoodGG. Wie konnte man sich so den Rang ablaufen lassen als Foodbin, ey? Die waren so on the top, aber... Die haben reingeschissen. Quatsch gemacht. Big Quatsch. Ja, ein bisschen Mobarbeit machen, korrekt. Wenigstens Makelele, bin zufrieden, danke fürs Öffnen. Ah, du hast es, Bad Max. GG. Hey, Bad Max, hattest du mal bei einem Gewinnspiel irgendwas gewonnen? Dein Name kommt mir so bekannt vor. War das? Doch, du hattest bei dem Gewinnspiel, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? 3 Jahre oder so? Ich glaube, du hattest ein größeres Gewinnspiel gewonnen. Sandro, nochmal 2 klar, ja, nein. Das ist halt die Sucht, ne? Das ist halt die Sucht jetzt, wie bei mir. Jetzt macht man immer mehr auf und hoffen, dass irgendwas richtig Geiles kommt. Warum spielst du Nesta? Gibt doch so viel bessere, zum Beispiel Van Dijk Gold, ja. Nesta habe ich halt einfach im Verein. Ne, leider noch nichts. Ah. Wieso kommt mir dein Name so bekannt vor? Wahrscheinlich auch, weil du einfach immer in den Stream bist. Na gut, das Logo zeigt ja auch quasi, dass du Sub im... Wie viel ist das überhaupt? Auf jeden Fall im selben Monat wie Sebbe. Das heißt, du musst ja quasi schon immer Sub sein. Bin ich schon drin? Sei. Sandro war das, ne? Das hat einen 29. Das ist echt crazy, Typ. 29. Einfach knapp 3 Jahre. Krass. Hier sind nochmal 2 von Sandro. Der war mit den 20 Millionen oben. Der Milliardär in FIFA. Was zieht er? In Frankreich? Kann das trotzdem nice sein? So eine gute Version von Blanc oder so? Ne, also. Kannst du bitte mein Team übernehmen? Ich brauch deine Hilfe. Stimmt, dieses Team übernehmen habe ich echt länger nicht mehr gemacht, ne? Habe ich echt länger nicht mehr gemacht, dass ich einen Account übernommen habe. Stimmt eigentlich. Ha. So, was sagt das Pack? Schluss oder Prinz? Eins schlimmer als das andere. Halleluja! Aber er haut sogar weg. Aber fühle ich. Hey, man zockt die eh nicht. Die hatte ich auch. Die hatte ich gestern. Huh. Okay, wir gehen wieder bei mir rein. Reicht's bei mir dann noch für ein Pack? Das ist jetzt die Frage. Ja, sonst muss ich halt ein bisschen was kaufen, ne? It is what it is. Es wird nämlich, glaube ich, ehrlich eng, weil ich schon noch einiges sehr high-rated habe. Aber, ja. Naja, bist der Beste, bleibst du, wie du bist. Dankeschön, Nikita. Der von mir, ich zieh Ronaldinho. Oh, stimmt, Ronaldinho wäre auch linker Flügel gewesen. Ich habe nicht mal an Ronaldinho gedacht, ne? Einfach weil man schon weiß, so, man denkt nur an die Schlechten, irgendwie, die es auf der Position gibt. Zumindest bei mir so. Ehrlich, bisschen eng hier. Skellig. Ja, jetzt werde ich auch nicht mehr weiter runtergehen können im Rating. Ja, doch. Okay. Hat jemand vorher schon mal Paddel gespielt? Also quasi so Tennis, aber man ist im Käfig und man spielt halt so. So ein Tennisfeld ganz normal. Man hat so ein Käfig drumherum, dass der Ball nicht jetzt ausgeht, sondern jetzt zu doll geschlagen bekommt, der vom Netz, vom Käfig wieder und so. Das spiele ich morgen zum ersten Mal. Ich habe letzte Woche zum ersten Mal so richtig Tennis gespielt. So ab und zu mal im Urlaub so ein bisschen, so 1, 2 Aufschläge und so, ja. Also letzte Woche zum ersten Mal richtig Tennis. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass bei mir in der Gegend so richtig viele geile Sportparks sind, wo man so Volleyball, Tennis und alles drum dran spielen kann. Jetzt gehe ich wahrscheinlich so jede Woche mit Kollegen spielen. Mal gucken, ob Paddelbock. Simmons so eine Maschine. Wenn die nicht Openda am Sturm hätten, der 99% der Chancen liegen lassen würde, hätte Simmons auch schon doppelt so viele Scorerpunkte. Mm-hmm.
shout out to the cameraman. Pull up to the scene, it's going down like an avalanche. So, ja, okay, das war welche guten Info meint du? Ich weiß nicht. Einfach Kinn tut weh. Ich wusste nicht, was Kinn weh tun kann. Hier so irgendwie, weil ich falsche Bewegung gemacht habe, ja? Bock ist aber auch anstrengend, ja. Der Kollege hat gefragt, ob wir eine Stunde oder zwei Stunden spielen sollen, Digga. Das sind 2 Stunden. Wahrscheinlich ist man nach 20 Minuten schon komplett tot. Weil dadurch, dass er bei mir ins Aus geht, ist er gefühlt nie Pause und das ist dann ja echt die ganze Zeit Action. Ja, Bro, das reicht doch vom Rating vorne und hinten, ey. Aber so ein gechillten Ödegard. So ein Öde kann man sich doch genehmigen hier wieder. Spielt es heute noch? Ja, man könnte eigentlich, also ich sag, wir machen echt jetzt nur das eine Pack. Warum werden wieder Frames ausgelassen? Telekom? Oh, das Telekom seit. Das ist auch nicht mehr das, was es mal war, sag ich ehrlich, Telekom. Nicht mehr das, was es mal war, leider. Einfach ab und zu mit Lags und so streamen, obwohl man eigentlich vom besten Anbieter angeblich ist. Wie auch immer, ich würde sagen, das ist wirklich das letzte Icon Pack, was wir jetzt bei mir heute machen. Weil langsam ist die Hoffnung weg. Selbst wenn man einen guten Spieler kriegt, kriegt man immer in seiner schlechtesten Version und so. Wir haben auch kein Futter mehr. Ich werde jetzt auch nicht noch das andere Pack kaufen für noch mehr Futter, weil ehrlich. Wir haben mir die Hoffnung genommen, wenn die Packs ein bisschen besser werden. Wir nehmen jetzt noch eins, ne? Wer weiß, wenn ich jetzt Pelé Winter Wildcard ziehe, vielleicht ändere ich dann meine Meinung. Aber, also prinzipiell könnte man gleich eher ein bisschen zocken, ein bisschen Tricks machen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen labern einfach so, anstatt weiter hier zu ackern und zu hoffen, dass die Packs irgendwas bringen, dann bringen die eh nichts. Ah, Daniel hat noch eingeladen mit 2 Icon Packs, hat er geschrieben im Chat. Korrekt, korrekt. Was geht ab, Sebi? Was geht, was geht, was geht? Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Wir sind eben auch in der Schweiz und bei Xbox. Xbox-Cards sind doch international, oder? Also ich weiß noch früher von Xbox, als ich Xbox-Cards gekauft habe, das ist ja gar nicht so, dass das da länderabhängig ist mit den Karten. Bei PlayStation ist ja wirklich so, du musst richtig die Karte für das Land kaufen. Wobei, aber du brauchst ja dann wahrscheinlich mit so eine Karte mit Franken, ne? Dann braucht man doch schon wieder eine Schweizer Karte. Na gut. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein halt. Doch, die müssen auch Schweizer und Österreicher Karten haben. 1-0 Chelsea schon mal 7 Minuten oder was? Guck ich mal rein bei Fortmob. Aha! Cool Palmer in der 6. Minute mit dem 1-0. Erster Schuss der Partie, erwartete Tore 0,14. Ne, Vorlage Palmer, Tor Jackson. Vorlage Palmer, Tor Jackson. Crazy. Al-Nassr liegt 2-1 hinten. Wie Ronaldo eigentlich gerade? Okay, aber Ronaldo ist blass anscheinend. Wobei, die haben doppelt so viele Schüsse wie der Gegner, wie Al-Ain. Einfach aus Pokal rausfliegen. Miese Zeiten bei Al-Nassr. So, was wollte ich jetzt machen? Einfach einen Ödegaard reindroppen. Müsste dann auch passen schon. Das reicht nicht! Irgendwann mal, ich hab doch irgendeinen Müll eben fallen. Das muss ein 83er Rating oder so haben, bevor das jetzt nicht klappt. Ich bin einfach zu faul, das jetzt zu kaufen. Warte mal. Bevor der ein Spiel bei mir jemals machen wird. Scheiß drauf, so ein 10er hier noch und dann haben wir es. Hab eingeladen. Okay. Okay, okay, okay. Dann gucken wir da jetzt erstmal nochmal rein. Die nächsten Icon Packs. Das ist jetzt die Frage. Ein neues jetzt Chill, ich komme. Ja, noch ist das Spiel nicht vorbei, ne? Aber er sieht schon mal nicht verkehrt aus. So, da ist es. Er hat Shareplay gemacht. Ja,
vielleicht später. Doch, ja, schnell, ich spiele auf PS4, deswegen Shareplay. Dann kann man nicht diese Übertragung machen, ne? Ich glaube, bei Shareplay fliege ich jetzt aber wirklich aus FIFA raus. Dass ich, glaube ich, FIFA gleich komplett einmal neu starten muss, aber. Es ist, wie es ist. It is what it is. Kann man nichts machen. Also FIFA 18 war es aber King. Ja, da war ehrlich. Das war ein versuchtes FIFA bei mir. Da war ich echt sehr krass. Sogar in einem Monat auf Platz 1 der Welt und alles drum und dran. Das waren schon sehr wilde Zeiten. So, er hat coole Packs. Das Zugabe-Icon-Pack ist hier auf jeden Fall einige Mal am Start. Man sieht auf jeden Fall den Qualitätsunterschied zwischen PlayStation 4 und PlayStation 5, aber ist nicht so schlimm und er kennt ja alles gut. Außer wenn er einmal rausdrückt. Dann erkennt man nichts mehr. Zwei Icon-Packs. Leggy. Stevie G, Paul Scholes, Frank Lampard. Hä, warum ist es im Hintergrund rot und so? Einfach Grafikfehler und sowas. Aber Paul Scholes ist ein Skandal. Das tut weh, sage ich ehrlich. Das tut weh. Another one. Bitte keine England-Flagge. Vielleicht mal was anderes. Italien. Auch wieder mit Pixelfehler im Hintergrund. Das ist normal, dass auf der PlayStation so rot ist. Ach du Kacke, was war das für Spieler, die gezogen hat? Ach du Kacke. Sorry, Bro! Sorry. Also, die Icon-Packs sind es nicht. Danke, dass wir die Packs sehen durften, aber ehrlich, also die Icon-Packs. Ich muss ehrlich jetzt FIFA neu starten, wenn ich scherble. Ah doch. Was sehe ich hier, diese Packs sind ja so rotzig. Ich mache jetzt noch mein eines da auf und dann lassen wir los, ehrlich. Dann wird losgelassen, dann haben wir ehrlich 15 Packs gesehen und keins davon war gut. Das ist ja crazy, ey. Crazy. Ich habe gar keinen Bock einfach. Ich habe noch eins gemacht. Habt ihr gern gelernt. Ja, ihr könnt Dani einladen, wenn ihr bei ihm in der Party seid. Da können wir bei euch nochmal reingucken. Dann tun wir uns das nochmal an. Vielleicht Ärger muss aber irgendwann was Gutes ziehen. Jetzt mit den Packs, die anscheinend noch dazukommen von den Leuten, sind es ja dann am Ende wahrscheinlich so 20, die wir angeguckt haben. Nein, das kann ja nicht sein, dass die alle schlecht sind. Das geht ja nicht. Kann nicht sein, es geht nicht. Einfach ein Pack im März und man zieht 50k Spiel. Das ist halt ehrlich krass. Im März. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind wirklich im März. Da waren normalerweise. Normalerweise kamen doch im März so Icon Picks. Richtig frische Icon Picks, wo man so richtig geile Sachen drin hatte. Ich weiß noch, als ich vor 2 Jahren in Thailand war und dort die Icon Picks geöffnet hatte, hatte ich so 3 Icon Picks nacheinander gemacht und hatte nacheinander Kreuz, Eusebio und Matthäus oder sowas. Und 3 Icon Picks nacheinander. So komplett geil. Und jetzt heißt man hier Icon Picks, wenn nichts Gutes und zieht hier die ganze Zeit so richtig Lose. Wo Shareplay habe ich Jairzinho und Zico gezogen mit Shareplay Schmutz. Lieber nie wieder Shareplay. Crazy. Das sind Spieler, mit denen hätten wir die uns nicht mal im Oktober gefreut. Ehrlich, selbst im Oktober, wenn man die Tradable in einem 7,5k-Pack gezogen hat, ja dann vielleicht, sondern das war cool, weil es einfach eine Icon war. Also richtig gefreut eigentlich eher nicht. Ich denke, das ist eine große Respektlosigkeit. Cantona kann auch sein, dass Cantona einer von den drei waren. Also Cruyff auf jeden Fall, Eusebio und Cantona, das könnten echt die gewesen sein. Hä, Tür, einer hat Gedächtnis wie Elefant. Da hat sich noch Moonwalk gemacht in der Villa in Thailand und alles drum und dran. Crazy Zeiten waren das. Crazy Zeiten waren das, ey. Ja, wenn ihr Dani eingeladen habt, dann wird er wahrscheinlich mich einladen und dann werden wir bei euch auf jeden Fall noch reingucken. Ja, wo gar keinen Bock noch was anderes jetzt an Packs zu öffnen. Weil das der Prank einfach zu groß war. Ich kann ein bisschen was von meiner Transferliste kurz verkaufen. Da haben wir ja gleich noch mein Pack. Da gucken wir bei euch noch. Dann können wir noch ein bisschen online zocken, ein bisschen Spaß und Skills wieder haben. Dem einen oder anderen Gegner einen Scorpion Kick drücken. Erstmal hole ich mir hier jetzt ein bisschen Geld rein. Warte, los! Erstmal muss ich mich bei FUGG kurz dran gewöhnen, was hier wo angezeigt wird. Aber oben rechts muss ich gucken, bei Lois. Oh, er ist gestiegen auf 72. Ein bisschen was an Geld kriegt man hier schon. Aber auch nicht die Welt. Einfach immer mal so Spieler, die man im Verein hat, ne?
still ain't had enough. Yeah, ride for a real one. Yeah, slide on a real one. Und da könnte ich auch überlegen zu behalten, einfach im Verein. Kann eigentlich immer gebrauchen. Aber warum eigentlich nicht? Sag Van Dijk behalten. Ich so, die anderen hier kann man gerne abgeben, weil diese Van Dijk kann ich immer benutzen. Dann könnte ich sogar dann auch in das Team, was ich ja momentan so reinstellen. Ja, immer diese Verluste. Coins werden weniger, ohne dass man gefühlt was tut. Außer mal ein bisschen Spaß haben mit ein paar verschiedenen Spielen. Wie krass ist er gesunken? Das ist ja ehrlich respektlos. Ja, aber die, wow, warum? Warum war die so teuer? Warum? War die neu etwas? Nix kostet immer genauso viel. Ja, stimmt, wegen SBCs, dann kostet jeder so viel. Es geht doch kein einziger weg. Digga, Reece James war der Schlimmste. Einfach wegen seiner Price Range. Den wird niemand kaufen für 400k. Da wurde ich auch so verarscht, Mann. Der ist 300k wert, die erhöhen seinen Price Range auf 400k. Und ich musste den dann kaufen. Jetzt habe ich ihn einfach. Jetzt wird den keiner mehr kaufen. Was sind los? Ich denke mal, Matzen wird sich nicht Spiel und Preis getan haben. Oh, so, ja, gestiegen. Die kleinen Profits, über die man sich freut. Alles für mich nur noch, okay. Dann haben wir jetzt schon die Icon Packs auch ready. Dann nehme ich die Einladung auch gleich an. Dann bin ich die auch alle los. Da ich wenigstens um die 4 Millionen stehen gleich. Sieht nochmal cool aus. Wirkt reich. So, ja, so passt das. Ja, hier, dann kann ich die einmal wegdrücken, dann haben wir nur die. Haben wir schon die 4 Millionen. Mal gucken, ob die Einladung jetzt auch schon da ist. Müsste. Genau, da ist sie. Dann gehen wir da rein. Da sieht man auch schon das rote Symbol. Da hat jemand auf jeden Fall auch schon die Übertragung angemacht. Das ist auch wunderbar. Wunderbar. Ich geh mal schlafen. Gute Nacht, Jo. Schlaf gut. Gute Nacht. So, das letzte Eigepäck heute für mich. Ja, ist auch besser. Also jeder, der jetzt gerade noch Eigepäcks macht, der sollte danach auf jeden Fall aufhören. Er sagt für heute, aber ich würde sogar sagen für immer, Digga. Er sagt für heute, als wird er morgen nochmal 5 machen. Loslassen, man muss loslassen, ehrlich. Aber ihr seid wirklich diese Hartnäckigen, die dann dranbleiben. Ihr seid wirklich die, die dann am Ende wirklich mal ein Pelé oder sowas ziehen. Ich bin der, der nach 10 Packs loslässt, nach 5 wahrscheinlich schon. Und sich dann wundert, warum er nie irgendwas Geiles so richtig da drin hatte. Ja, it is what it is. It is what it is. Akanji SBC hatte ich nicht gemacht, ne. Leider nein. Wie oft! In jedem dritten Ei, Digga, in jedem dritten Pack ist Prinz. Er kann das langsam nicht mehr sehen, es tut in den Augen weh. Dann auch noch 3. Okay, Promi. Mach gerne Übertragung an. Mach gerne die Übertragung an. Ich sag, die Quote ist groß. Dass einer von den 3 Kritschel-Freigabe anfordert. Digga, man kann anfordern einfach. Auf ganz frech Ansage drücken. Los, übertrag Bildschirm. Aber ja. Wieder fresh Locken gemacht, ja. War beim Friseur jetzt wieder vor ein paar Tagen. Vorher waren die Haare zu kurz, sind im Urlaub kaputt gegangen. Dann musste ich ein bisschen was abschneiden und dann waren die zu kurz, um wieder Locken zu machen. War kurz Krise für 2 Wochen, aber spielt's auch heute. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich mit meinem Team noch ein bisschen Gas geben. Wenn man Pro-Army nicht gönnt, kann man die Packs vergessen. Ja, normalerweise bei Pro-Army immer gute Sachen in Packs. Also wenn da nicht gegönnt wird, dann weiß man, das Pack ist Schrott. Also ich habe ja auch noch eins, aber da habe ich jetzt auch keine großen Hoffnungen. Das größte, oder das, die größte Wahrscheinlichkeit ist sogar, dass hier irgendein Duplikat kommt, ey. Einfach nur nochmal zum Ende hin so einen Trip mitzugeben, so einen Buch mitzugeben. Wir gehen auf die 400 Likes zu. 500 ist das Ziel für den Stream. Könnten wir machen, könnten wir hinbekommen. Ja, dass wir auch diesen Bug nicht hinkriegen, dann mit den Köpfen hier irgendwo daneben chillen. Aber mit dem Team machen wir dann gleich ein bisschen Welle. Ich sag's euch, dann machen wir sogar lieber Van Dijk rein für Nester. Ne? Wenn ich jetzt doch bei Alten hab, sowieso. Wird zwar schmiedtechnisch vielleicht nicht, aber ich habe viele Icons. Oh, kommt trotzdem voll. Alleine auch, wenn wir Liverpool Keeper haben. Nice, damit können wir gleich ein bisschen Spaß haben noch. Skills, überall Skills. Dann haben wir halt auch noch einen Matthäus, der geile Longshots kann. Dann haben wir Skills. Der Van Dijk tot, die wäre auch irgendein Traum von mir. Den nochmal in diesen FIFA zu kriegen. Aber der kommt ja eigentlich nie auf den Markt, ne? Nicht einmal gezockt Van Dijk Toti. Aber der ist gerade auf dem Markt. Aber woher 15 Millionen nehmen? Ah!
bisschen mehr Coins. Coins, 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 Coins. Ja, nee, ist noch nicht auf dem Markt. Der Fußball war auf dem Markt und wurde anscheinend direkt gekauft. Voila Krise. Und das gleiche bei Mbappé. Mbappé und Van Dijk habe ich beide noch nicht ein einziges Match gezockt. Ich habe nicht mal einen Draft so richtig bekommen. Noch gibt es so Verheerenkarten gerade auf dem Markt. Ronaldo haben, okay, haben wir euch ja gerade erst verkauft. Ronaldinho, ich kann Ronaldinho mal abgeben. Da will ich eigentlich nicht. Haaland könnte ich abgeben, mehr ich jetzt so lange. Den spiele ich auch nicht mehr momentan. Ich könnte ehrlich überlegen, Haaland langsam mal abzugeben. Und dafür irgendwie ein Van Dijk, Mbappé. Mbappé wäre halt wirklich ein Traum. Aber wann kommt der auf den Markt? Kommt der überhaupt? Kommt der ein, zwei Mal am Tag oder kommt der nie? Wahrscheinlich nie, ne? Weil ich Van Dijk verkauft, könnte ich mir den holen. Ich sag, da hätte ich sogar noch mal mehr Spaß mit. Van Dijk ist halt super OP so, aber für mich wäre Mbappé, glaube ich, eher was. Ha. Man kann schon nur plus 1, oder der ist so gut, ja. War sogar knapp, dass plus 0 wird. In der letzten Sekunde da, ich weiß nicht. Ich hätte Elber gegeben, wahrscheinlich als Chiri. So ein hohes Bein im Bauch. Aber bin ich jetzt in der Party drin? Ja. Ich hab sogar die Party lädt nicht. Ja, ich spiel jetzt UFC. Nach den Packs erstmal in UFC reingehen. Ja, dann sag einfach Bescheid. Das Spiel hat aber richtig Bock gemacht zu gucken, als Man City gegen Liverpool. Ich weiß gar nicht, wer da heimgespielt hat, bei Liverpool gegen City, ne? Das war so ein geiles Match zu schauen, das gibt's gar nicht. Das hat so Bock gemacht, sich das anzugucken. Das war wirklich Fußball auf anderem Niveau. Es ging die ganze Zeit so schnell, so viel Pressing, so viele Leute, die gelaufen sind. Einer Serra 2-2 gemacht. Eigentor einfach. Ein Tor noch für Einer Serra, ist Verlängerung oder was? Dann können die weiterkommen beim Pokal gegen Al-Ain. Ich weiß nicht mal, woher Al-Ain kommt. Spielen sogar in einer anderen Liga, ne? In der Arabischen Emirate Liga. In der Arabian Gulf League spielen die. Wenn hin und her so viel Action, ja. Liverpool war so gerockt vom Schiri, ja. Ja. Kann man gut so sagen, ja. Kann man wirklich gut so sagen. Ja, nach dem paar Packs jetzt noch von dann die Packs und dann Mainz und dann gehen wir hinten gehen. Dann wird gezockt, Junge! Dann wird gezockt. Ich hau nicht mal eine Taktik oder so rein. Oder was? Oder ich spiele einfach. Was hab ich denn reingestellt? Dropback. Hier ein bisschen enger, da ein bisschen mehr nach vorne. Hier können wir beides auf 2 stellen. Machen wir die Tiefe auf 71, 72 wieder für gutes Pressing. So einfach. Auf den. Auf den machen wir das. Dann wird man coole Sachen mit dem Team machen können. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und die Verkäufe gehen auch weiter rein. Schmeckt, jetzt habe ich sogar die 5 Millionen geknackt. 5,5 werden wir haben, wenn die wechseln. Bisschen was auf hohe Kante, mal gut. Aber auch noch 3 Icon Packs. Ehrlich, Big Dude. Okay, dann kannst du Dani einladen. Dann lade du Dani auf jeden Fall am besten ein. Haben wir da noch 3 Icon Packs von Dani, noch 3, dann noch meins. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Icon Content. Dann haben wir gefühlt am Ende 20 bis 30 Packs gesehen. Also wenn wir dann wirklich aus dem Stream rausgehen und kein einziger irgendwas Gutes hatte, dann weiß ich langsam wirklich auch nicht mehr. Dann ist das, ist das ein Skandal. So, ich gönne mir jetzt einen schönen Schluck Heilwasser hier. 80 plus Picks. Ja, weiß nicht, ob wir die gucken müssen. Lieber dann doch ein bisschen Gameplay gleich machen. Aber auch knapp wegen nicht plus 3, wegen Luke Fassbuchschuss. Also ja, Dings, die Chancen, die. Also beide hatten gute Chancen vorne, muss man halt sagen. Liverpool hatte ja auch ein paar krasse Chancen. Hatten nicht auch sogar Pfosten. Aber ja, City hatte ja den Pfostenschuss und Latte. Weil das Latte war ja, glaube ich, Hand von Foden. Whatever. Hab kurz 11 Packs gemacht. Nice. So. Wir machen das Pack jetzt erstmal von mir erstmal auf. Und gucken, was so geht.
Da wollt ihr nochmal ein Roulette. Sollen wir, das ist mein letztes Pack. Sollen wir nochmal ein Roulette machen als letztes Pack? Schreibt mal Roulette oder normal rein. Ich mache einfach das, worauf ihr Bock habt. Bei mir ist die Hoffnung eh nicht groß. Aber man weiß halt nie. Man weiß ja nie. Liverpool schon besser gewesen gestern. Das ist schon crazy eigentlich. Dass, hätte ich nicht gedacht, dass man gegen City so dominant sein kann. Okay, steht 9 zu 3, 10 zu 3, 11 zu 3, 12 zu 3, 12 zu 4. Die meisten wollen normal. Die meisten wollen normal. Hab sonst keine Einladung mehr. Okay, falls noch jemand ein paar Packs hat, kann er Pro Army einladen. Jetzt aber noch letzte Chance. Hier ist noch einmal sein Name. Der meinte gerade, dass er 3 Icon Packs hat, kann ihn noch einladen zu einer Party bei PlayStation. Letzte Möglichkeit, jetzt einen Screenshot machen von seinem Namen. Weil wir müssen ja auch mal langsam einen Schnitt, einen Cut finden. Leute, ey, für das Pack! Ich habe gehört, wenn wir die 400 Likes haben, gönnt ihr in dem Pack. Ein Like fehlt noch für die 400 Likes. Ein einziger nur. Dann machen wir die 400 schon mal voll und dann gönnt ihr bei dem Pack. Und wer noch was hat, wer 2-3 Icon Packs noch hat, kann Dani jetzt noch einladen. Jetzt Screenshot von seinem Mama machen. Ich blende den aus in 3, 2, 1, zack. Dann machen wir jetzt mein Pack. Dann das von Dani, dann vielleicht noch von irgendjemand anderen. Und dann wird endlich mal wieder gezockt, ein bisschen Skills gemacht und siehst du das. Komm, wir gehen rein. 400 Likes und geknackt. Danke und darauf was Gutes hier. Ribéry? Bruder, man denkt, man zieht vielleicht Ribéry tot, die Icon, ne? Man kriegt Perez nochmal, ihr seid solche Lutscher, ihr seid so eine Gammelfirma. Was macht ihr mit der Packrate, Digga? Es ist so krass. Ich kack doch im Stehen, Mann. Was ist das, Mann? Ey, er lädt auch schon wieder gar nichts und so, es ist alles. Warte mal, du hast gefragt, ne? Er meint, er hat auch noch irgendwas gerade am Start. Ah, das sind die Picks, ne? Diese Picks. Ja. Die Picks haben halt nicht so viel Potenzial, weil die auch nur 80 plus sind. Also die meisten davon kannst du. Sonst machen wir schnell ein paar auf, dann kann man gucken, ob da überhaupt ein bisschen was Geiles drin ist. Wir hatten vorhin 81 plus Picks, die waren echt stabil. Aber 80 plus weiß ich halt echt nicht. Erst recht, weil die anscheinend an dem Regler geschraubt haben, dass er. Ja. Man merkt, er hat gar keinen Bock momentan. Ja, wobei Walkout ist okay, ne? Sei zumindest Futter, ne? Aber man hofft halt momentan so Re-Release-Karten, so Haaland oder so zu ziehen. Ich hab das Gefühl, das wird keine Special-Card hier. Und dann gehen wir bei Dani gleich rein. Und dann sehen wir auch, dass er nochmal ein paar schlechte Icons zieht. Und dann sind wir alle traurig. Das ist crazy. Ehrlich Schock. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Nicht mal Harry Kane, Totti Nomini oder so. So, ich müsste drin sein in der Party jetzt. Meine Party anzeigen. Also er ist wirklich der größte Packlacker. Wenn selbst er da nichts drin zieht, weiß man Finger weg von den Packs. 3 Packs sehen wir jetzt nochmal. Mal gucken, was die können. Mal gucken, was die so machen. Aber Centurion. Immerhin so Version. Warte mal. Der kostet 39k. Warte mal. Läuft rückwärts. Ehrlich, man zieht Spieler, die sind weniger wert, als man denkt, was Minimumpreis ist. Diese Packs sind echt die größte Schande, Digga. Schämen die sich nicht. Game.
Der Vogel wurde offiziell abgeschossen. Der Vogel. Warte, da wurf nochmal ein 30er, den Gilt. Der Vogel wurde offiziell abgeschossen. No. Inform, ne? Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Wenigstens viele Informs. Dani, hast du noch eine Einladung bekommen? Da in dem Chat, Big Dude meinte, er hätte noch 3 Packs. Wir müssen es uns auch nochmal angucken. Wir haben ein paar Special Cuts, aber trotzdem. Ich war ehrlich verrückt. Das ist kompletter Scam, ist Betrug, ist Verarsche, es ist einfach alles, es ist skandalös. Eins noch, okay. Okay, dann. Ist er schon mit drin in der Party? Okay, dann gucken wir nochmal 3 bei Big Dude dann. Da kriegen wir Lust aufzuladen. SPC zu machen, alles drin, da kriegen wir einen kompletten Bot. Lust 99 hat man da. Lust 99, ich kann nicht mehr. Was habe ich hier gerade gesehen? Wirklich, what did I just see? Es ist crazy. Ich muss meinem Designer noch kurz sagen, wie das Thumbnail aussehen soll. Ah, das war schon die nächste Einladung. Ich bin wirklich geschockt hier. Wirklich geschockt! Geschockt! So, in die Party gehen wir nochmal rein und danach. Ja. Halt Sache, ne? Nächsten Stream in einem Monat wieder da. Schimmer! So lucky, Digga. Was? Habe ich ihn besiegt? Hat 2 Ronaldinhos Schock. Er schreibt so lucky. Safe. War bestimmt so 8-0, er schreibt so lucky. Danny ist auch aktiv, ja, cool. Was Videos angeht, ja, ehrlich, ne? Aber Streams. Die machen es halt nicht einfach bei EA. Viele freshe Streams zu machen, sei doch ehrlich. Machen es einem halt nicht einfach. Was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Hast du GTA-Videos, habt ihr dich so damals kennengelernt? Mal gucken. Ich glaube, also erstmal Big Duty mit 3 Packs. Wir hoffen, er zieht jetzt den ersten Banger über 500k, aber. Wollen wir schon Glück? Ich glaube, tut ihr Icon? Das wäre der erste dann heute. Er zieht sogar nur die normale Version. Er ist krass. Ja, aber ehrlich, Stream im Februar ernst stark, ja. Ich dachte, diese Icon-Packs könnten ehrlich geil sein, könnten Spaß machen. Ich meine, war ja auch was man jetzt so cool machen konnte im Stream, ne? Aber wäre natürlich noch 10-mal nicer gewesen, wenn noch gute Sachen drin gewesen wären. Und was GTA angeht, ich glaube, bei YouTube, Twitch, alles wird richtig vollgespammt werden mit so GTA-Sachen. Digga, warte, jetzt wieder mit Hoffnung auf Ribarino, das wird auch Pires, ne? Ne, warte. Aber es wird auch Pires, halt die gute Pires-Version immerhin, ne? Wie viel ist die wert? Ja, die kostet statt 70k, kostet die 80k. Deswegen, ich weiß noch ehrlich nicht, ob ich GTA durchziehe. Crazy, dass ich Prone 2 vor Prones abonniert habe, das ist ehrlich crazy. Weil die FIFA-Videos hatte ich ja sogar schon 4 Jahre länger gemacht. Aber ja, die GTA-Videos, oh, sorry, komm. Die sind halt echt komplett durch die Decke gegangen damals. Das Game hat halt wirklich jeder gespielt und es gab so wenig Leute auf YouTube, die Videos zu GTA 5 gemacht haben. Keine Ahnung, das war richtig die Marktlücke damals. Damals konnte man richtig big damit werden. Richtig easy, einfach groß und bekannt eigentlich damit werden. Das war echt. Aber woher kommt dieser Pick?
Das war echt crazy. Er ist recht einen guten Content halt gemacht hat, ne? Mit geilen Glitches, Bugs, alles drum und dran. So wie es bei mir ja da war, war schon wild. Aber ich hab nicht mal lange durchgezogen, ich hab nur 2 Jahre Leute den GTA-Kanal gehabt und trotzdem kennt gefühlt jeder, der damals GTA gespielt hat, den Kanal. Schmacklücke, Raid Shadow Legends wäre auch eine Marktlücke. Komm! Wir gehen jetzt in-game spielen, ein bisschen haben Spaß, rasieren ein bisschen Gegner, geben den ein paar Waka Wakas. Mit Thundersam Tor. Okay, er hat anscheinend auch Icon Packs gehustelt. Er hat full Icon Team einfach. Er liebt Icons. Er ist einer, der sagt, Fußball war früher besser als heutzutage, deswegen will er keinen aktuellen Spieler spielen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was die Sache ist, ne? Digga, rennt er jetzt aus? Ne. What is Blood doing? Gib Ball. Gib Ball, Bro. Nein, no, knapp. Richtig gut eigentlich, tief. Abseits, oder? Die Grätsche gesehen, so. Jetzt sind wir dran. Zack. Nach außen. Messi, Lionel Messi. Immer wieder Messi. Zack. Cristiano Ronaldo. Ah. Er kann ja gar nicht diese Nair-Tricks. Ich wollte so richtig geilen Flick machen, so FIFA Street Flick. Aber ich hab, da ich CR7 erst neu habe, ich wusste nicht, dass er den nicht kann. Aber gut. Da habe ich andere Leute, die können. Nein, wechsel doch zum anderen Spieler. Ronaldinho. Ronaldinho. Ja, jetzt macht das Spiel auch gerade Bock. Der Gegner hat am Anfang so die ersten Minuten richtig langsam und gammelig gespielt. Aber ich glaube, er hat gecheckt, dass ich ultra schnell nach vorne spiele. Und er lässt sich drauf ein. Nein! Nur seine aggressiven Icons sorgen dafür, dass er die Bälle aber auch schnell immer bekommt. Nee! Was für Van Dijk für ein Pimmel. Das war der schlechteste Abschluss, den ich, glaube ich, in meinem Leben gesehen habe. Alle Entscheidungen, er hätte sogar einfach versuchen können, ins Tor zu rennen. Alles wäre besser gewesen als das, was er getan hat. Also er losteste Versuch, ein Tor zu machen. Aber warum war er noch nie so schnell frei, ne? Nein! Ja, diese Formation kann auch gar nichts mehr irgendwie. Ich fand 4-3-3 eine Zeit lang so geil, ne? Irgendwie jetzt inzwischen das Gefühl, man hat gar keine Anspielstation mehr die ganze Zeit. Immer Schimmelformer geworden. Wenn man einen Schritt macht, kriegt man 3 gegnerische Beine im Gesicht. Und nächsten Stream Handy Games. Warum mal was Neues probieren? Warum nicht? Zack. Zack. Cristiano Ronaldo. Ah, der Typ drückt nur Sprint. Ohne zu steuern sogar. Der drückt Sprint einfach gerade in mich rein. Lauf, Brat. Ja, und wenn ich durch bin, drückt er einfach jedes Mal Grätsch und die packen die beste Grätsch aller Zeiten aus. Ich hab das Gefühl, anhand seines Abschluss habe ich ja schon gesehen. Okay, das war gut verteidigt. Echt kein guter Spieler, ne? Aber warum struggle man gegen solche? Das war gar kein Sinn. Das beste Tackling aller Zeiten! Ball bleibt liegen, klebt an seinem Fuß. Normalerweise kriegt man einen Rebound sogar. Nee, rot, das ist doll. Das ist schlecht von mir. Also orange wäre noch so, okay. Leicht verdrückt, aber rot? Das ist doll. Das ist doll. Wir brauchen einfach ein gediegenes 1-0 erstmal und dann ist alles locker. Dicker! Ey, ich schwöre, meine Sprinttaste muss doch kaputt sein. Jeder von ihm, mit oder ohne Ball, ist dreimal so schnell wie meine. Ja,
Sobald er einmal Sprint drückt, komme ich nicht mehr hinterher. Und wenn ich mit Messi Sprint drück, ja, ist er direkt da. Wo sind ey? Beine zu, Kumpel. Geh mal die Beine zu machen, sonst geht der Ball rein. Ich hab das Gefühl, die wurden auch noch besser gemacht, einfach diese Tunneler. Vor ein paar Wochen war es so 50-50, ob die reingehen, jetzt so 90-10. Die gehen halt fast immer rein, egal ob du kurz Eck ziehst, lang Eck. Die machen die Beine so weit auseinander. Unfassbar. Ronaldo. Ronaldinho mit dem Rainbow. Jetzt mit Tempo. Ah, wie er kann Keeper moven. Ja, korrekt ist korrekt, Bruder. Telekom, alles gut, Digga. Alles gut. Macht ihr cool ab mit Vodafone oder was? Ja, schon 2-0 steht es in 1-1, weil kurz bei Telekom einer lustig war. Du musst das? Wie kann das eigentlich sein, dass ich in meinem Haus 3 Jahre keine Internetprobleme hatte und auf einmal seit einem halben Jahr immer mal wieder sowas passiert? Ich weiß es nicht. Leider kein Profi in dem Gebiet. Aber das war schon respektlos. Allen hast du ja 3-2. Jetzt kann CR7 gleich Siegtreffer machen. Ah, ohne Time-Finish gehen die auch echt nicht rein. Irgendwie zu lasch. Oh! Ronaldinho kommt schon! Go, 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 go! Ja, der Volley war ehrlich sick. Der Keeper hat nur dumm geguckt und nach unten irgendwie geschaut. Mehr ging da nicht bei ihm. Goal, Ronaldinho. Zack, zack. Pass in die Mitte, zack. Auf locker. Mit totalem Angriff, Teampressing, alles drum und dran. Einfach Gas geben. Einfach Gas geben. Zack. Durch die Mitte. Gegner auf K. Gegner wieder da. Zack. Nein! Heute hat der Gritsch wieder, hätte er safe den Ball bekommen. Ha! 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 Foul! No, foul! Oha! Oha! Top 5 Gretchen! Hat Matthias über Rainbows? Oh, anscheinend ja. War geplant. Ja, gib mir Knie, Nacken und so, was ist das denn? Mann! So, Boteas, eine gute Bewegung. Nein! Wäre da eine Sekunde früher gekommen, der Trick. Stark, Idee gehabt. Oh, mit ihm wird getanzt, ey. Oh, oh, ein portugiesisches Salsa gelernt. So. Batz! Chelsea 1-1 kassiert. Crazy Welt gescored.
Oh, nicht hinfallen sie da. Ein Job haben die. Wer nicht am Ball ist, nicht im Abseits stehen. Das ist ein Job. Wie kann man damit überfordert sein? Nee. Nee. War das ein krasser Pass? Wow, schnellster Mann der Erde. Ja, weil er mit Achse, mit seinen Achselhaaren den Ball geschliffen hat, ist kein Foul. Okay. Der geht aber jetzt nicht krass, aber irgendwie auch nicht schlecht. Also, ich weiß gar nicht, ey. Ha. Nooon! Aber an einem Montag in der Weekend League Quali kann man auch nur Motivierte finden, oder? Nein, genau, die passt euch doch an! Genau diesen Pass. Isaac, okay. Ein Fallrückzieher drücken wir ihn noch. Einfach, was können. Abseits? Oder auch nicht? Er schießt kurz weg. Er schießt lang, keine Ahnung. Der Versuch war eigentlich nicht schlecht von ihm, ey. Der liest das auch mit Keeper-Move inzwischen ganz gut und so. Renn Messi. Lionel. Nimmt sich den hoch. Lol, faul war das? Bitte geht er aufs Tor. Geh doch weg, geh aufs Weg! Yes, sir. Go, go, go! Meine Spielerin wollte uns hochnehmen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Was Poteas? Aber nicht mit uns! Halt, stopp! Den fetzen wir einfach rein. Freischüsse sind so OP, ey. Freischüsse sind so krass. Da kann man so gut Tore mitmachen. Hä? Nochmal Pause gedrückt. Er will raus. Er sagt, halt, stopp! Das ist genug. Und weg ist er. Und weg ist er. So, ich check jetzt auch mal ab, was gerade so abgeht im Fußball. Dann kann ich das auch einmal nutzen. Noch einmal Promo mitzunehmen. Für Fort Mob. Weil es wahrscheinlich immer noch Leute gibt, die Fort Mob noch nicht gedownloadet haben. Macht es jetzt. Link ist oben in der Beschreibung oder oben im Chat. Die beste Fußball-App. Guck mal nebenher rein, was da gerade so abging. Sehr viele nice Features. Man kann echt alles einsehen, was mit Fußball zu tun hat. Alle Daten, alle Statistiken. Man kann Highlights direkt in der App gucken. Man kann sich Spielstände aus seinem Sperrbildschirm tun. Man kann crazy viel machen in der App Fortmob. Danke Sibi Markus auch fürs Reposten von dem Link. Jeder, der sich die App downloadet, über den Link oben im Chat oder in der Beschreibung support mich sehr. Ja, wie gesagt, meine auch die beste Fußball-App. Ich kooperiere jetzt auch schon seit 3 Monaten jetzt mit denen. Haben wir eine Zusammenarbeit. Ja, ist auf jeden Fall nice. Also ich habe nicht mal die aktuellste Version, sehe ich gerade. Die werde ich mir auf jeden Fall erstmal. Transfer-News, Gerüchte, alles drum und dran findet man auch dort. Das sei auf jeden Fall mal erwähnt. Selbst wenn ihr eine nice Fußball-App habt, die so ganz okay ist, testet ehrlich mal Fortmob aus. Bin mir sicher, ihr werdet die sogar besser finden. Gebt der App eine Chance. Wenn die kacke ist, könnt ihr nach einem Tag wieder löschen, wieder deinstallieren. Ist okay, bin ich nicht sauer. Aber gebt gerne Fortmob eine Chance. Ja, Mann. Hier sehen wir auch die Statistik von Ronaldo und Co. Mit Shotmap und alles. Die zocken herrlich gerade. 85 Minuten ist bei allen Assair gerade. Crazy.
Hier sieht man auch nochmal Schuss mehr auf der anderen Art. Jeder einzelne Schuss von der gesamten Saison von Ronaldo ist getrackt. Er hat zweimal den linken Pfosten, zweimal die Latte und dreimal den rechten Pfosten getroffen. Das sind nur die Bälle, die direkt an den Pfosten gingen. Es kann auch sein, dass ein Keeper den noch an die Latte gelenkt hat, dann ist aber eingetragen, wo der Ball quasi eigentlich im Tor ankam und so. Echt nice. Also, Leute, Download-Link zur Fortmob ist oben in der Beschreibung, oben im Chat. Ja, einfach mal die niceste Fußball-App kostenlos downloaden über den Link. Kuss! Wieso ist es bei dir 19 Uhr? Das war eine Bildschirmaufnahme, die ich vorhin gemacht habe. Ich habe mein Handy mit Screen Recording abgefilmt von um 19 Uhr, damit ich diese Aufnahme halt heute im Stream habe. Damit ich euch die App zeigen kann. Weil ich kann ja das, was ich am Handy mache, leider nicht live in den Stream so übertragen. Das ist leider ein bisschen, ja, funktioniert nicht so gut leider, ist schade. Aber, yes. Deswegen hatte ich das vorhin einmal aufgenommen, alles in der App, was dafür nice Features gibt. Damit ich das halt hier im Stream habe und euch zeigen kann. Yes. So, warte mal, ich gucke einmal kurz auf sein Team von der Samaldini. Ja, richtiges Schwitzer-Team. Ohne Witz, er hat so ein richtiges, motiviertes Schwitzer-Team. Komm, den skillen wir auf den Boden der Tatsachen. Hier, er tritt schon Luft direkt. Erste Sekunde, er tritt Luft. Ah. Und Bruder besteht auch noch aus heißer Luft leider gleich. Kenny von Namen und Zeitzone. Leider nicht mehr. Die Zeit, als ich in Thailand in einer anderen Zeitzone gelebt habe, waren ehrlich geil. Das Einzige, was richtig geschwitzt hat, waren dann halt die Aufnahme. Ich musste immer so um 4 Uhr nachts so mit den anderen YouTubern aufnehmen. Wegen der Zeitverschiebung. Oder zumindest mit vielen, so, weil das für die dann so die beste Uhrzeit war zum Aufnehmen. Das war überwack, aber. Sonst waren die 2 Monate auf jeden Fall crazy. Junge, wieso ist das Game? Das ist geistkrank verzögert. Allein Spieler wechseln und so. Ja, da wollte ich hinpassen. Alter. Allein Spieler wechseln und so. Bro! Sollte eigentlich, wenn man einen Spielerwechsel drückt, passieren und nicht 5 Sekunden später. Hm. Ja, einfach ein bisschen chillen, Spaß haben ist in der Partie anscheinend auch nicht. Anscheinend muss man auch hier reinschwitzen, leider. Aber gut, können wir auch. Wenn es sein muss, auf den. Wenn es sein muss, schwitzen wir rein. Ja, korrekter Vorteil auf jeden Fall. Er ist Vorteil, spielt Risikopass, weil ich weiß, ich habe Vorteil, kommt nicht am Vorteil zu Ende. Hm, auf den. Auf den. Da sagt man nur korrekt, ist korrekt. Du bist eigentlich immer in den Aufnahmen, wo der fette Balkon im Hintergrund ist. Das ist ja eine Ferienwohnung quasi. Also ich habe mit meiner Freundin eine Wohnung. Tschüss, Digga, mit 1 Million km/h. Nicht mal grün. Ich habe mit meiner Freundin noch eine Wohnung. In Rostock. Am Strand so. Der Typ feiert Ecken. Deswegen hat er auch eben mit Power schon drauf geschossen. Er hat so gehofft, dass er eine Ecke kriegt. Oder 40 verschiedene Eckballtaktiken wahrscheinlich hat. Ja, macht viel Bock auf jeden Fall. Na, wie gesagt, also quasi eine gemeinsame Wohnung mit meiner Freundin, wo wir auch direkt am Strand quasi wohnen, eine Dachterrasse haben. Das ist für Sommer halt übertrieben geil. Und ja, dort bin ich halt auch ab und zu. Von Hamburg 2 Stunden der Weg dorthin. Ich glaube Ende der Woche, also die nächsten Tage, werde ich auch wieder für ein paar Tage hinfahren. So. Ein bisschen da chillen. Ja. Zack, pass in die Mitte. Nein! So schlecht ausgeführt. Sieht geil aus da. Ja, die Wohnung ist sehr fresh. Vielleicht mache ich auch irgendwann noch eine Tour quasi durch die Wohnung da. Ja, dafür muss erstmal alles da fertig sein. Ah, du Nervensäge, mit Mauer springen und so. Noch nie so einen Schwitzer gesehen. CR7, zack. Das ist so krass, ne? Der ist 8 Meter von einem weg, drückt ohne Timing, Tackling und kriegt den Ball. Das gibt's noch nie in irgendeinem FIFA-Teil. Bruder, er drückt Tackling wie kein Zweiter. Ich kack im Stehen, Digga.
Der hat keine Chance auf den Waldrück-Tackling. In einem anderen FIFA wäre das Elfer gegen sich, gelbe Karte, alles gut. Aber hier nix. Hier kann er noch dreimal Tackling drücken, um noch dreimal das zu probieren. Ah, Verteidiger ist einfach Tackling, 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 Tackling. Ohne gucken, ohne nix. Danke oben für Abseits aufheben, ne? Ist korrekt, ne? Korrekt ist korrekt, sagt man dann nur. Und dann nicht mal blocken, ey, Dicker! Gab's da irgendein Patch oder so? Ich schwöre, gestern schon, als sie mit Tabak aufgenommen haben, meinten wir beide so, was mit dem Gameplay los? Fühlt sich so weird. Ach so, Digga. Mein Keeper wäre ausgerutscht, hätte Blackflip gemacht, Digga. War kein Abseits, Mann. Yo, Batmax, auch rein, auch rein. Boah, ihr Gameplay nervt mich. Ich weiß nicht, was mich mehr nervt gerade. Packs oder Gameplay. Ob ich lieber gerade nochmal drei Icon-Packs öffnen würde, wo nichts drin ist, oder ob ich lieber hier. Am Ende gewinnt man die Spiele, ja, aber trotzdem. Man spielt ja FIFA nicht für Gewinn, Verlieren, sondern für den Spaß. Aber der ist irgendwie, ich weiß nicht. Digga! Der Hundesohn ist einfach verletzt, wedelt mit dem Arm! Wie kann eine virtuelle Figur verletzt sein, ihr Opfer? Was ist das denn für Mobbing, Digga? Passiert einmal in 100 Games und die machen das einfach bei mir, um mich abzufacken, Digga. Guck mal, wie der nur Tackling spammt, ne? Ich kack im Stehen. Der tackelt so viel Luft und Rasen. Das gibt's gar nicht. Fabian Tutuni, danke für dein VIP. Der Gegner ist auf jeden Fall eine lebende Legende. Eine lebende Legende ist Blood. Trotzdem ganz schön Hausfall gebracht gerade. Ja, wir haben einen Pick! Daniel hat davon gefragt, ne, was man am Ende machen soll. Ich krieg den Katalog eh nicht voll, deswegen habe ich gar nicht geguckt. Figo auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Fantasy-Team. Ach, solche Packs kriegt man auch oft durch SBCs. Vielleicht hätte ich sogar einen Fantasy-Pick gemacht, aber da wird man auch wahrscheinlich gebrochen. Und am Ende des Tages ist vielleicht doch Figo das Beste, weil er weiß, was man kriegt. Nice. Oh, noch ein Match und ich krieg einen 84 Pluser. Da muss man nochmal reingehen eigentlich. Muss man mal reingehen für ein Match. Wie lange machst du noch? Ich glaube nicht mehr so lange. Wir haben jetzt 22 Uhr. Das heißt, viele gehen wahrscheinlich bald in Pen. Aber ich kriege auch langsam schon wieder geistes kranken Hunger. Ich habe heute nur Frühstück gehabt. Also es wird eigentlich an der Zeit, sich was Schönes zu gönnen. Vielleicht bestelle auch nichts. Ich mache mir jetzt selber hier schnell was fertig. Oh, Hühnerfrikassee hätte ich Bock drauf. Ja, man, mache ich mir gleich, gleich fertig. Schönes Hühnerfrikassee. Gut, gut. Ich liebe deine Videos. Ich freue mich, wenn ich dich live sehe. Ah, aber dann bitter, ne? Weil jetzt ja, wie gesagt. Also ich hoffe, du warst dann schon länger heute im Stream, sonst war jetzt mieses Timing. Mieses Timing. Oder sollen wir noch ein Quali-Game machen? Für dieses eine Pack.
Das ist halt, das ist aber dieses typische EA. Die haben einen gerade wieder am Hart, nur weil ich gerade gesehen habe. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr spielen, aber nur weil ich gerade gesehen habe, dass ich bei einem weiteren Match dieses eine Pack bekomme, denke ich jetzt drüber nach, dieses weitere Match zu machen, beziehungsweise mache dieses eine weitere Match sogar. Obwohl ich eigentlich gar nicht dieses Match mehr machen wollte. Und so, das ist ja bei den meisten so. Man zockt gar nicht mehr, wenn man sich denkt, boah, jetzt habe ich noch Bock auf ein Game, sondern man zockt, wenn man denkt, ja, jetzt hier noch ein Game, dann kriege ich noch irgendwas. Das ist halt wirklich meistens der Antrieb. Das ist crazy, die haben wir wirklich am Haken. Die haben wir wirklich am Haken, ey. Wie so ein dummer Fisch, der am Haken hängt. Das ist crazy. Wenn ich einen gechillten Gegner habe, dann habe ich ja sogar Bock auf das Match. Aber wenn ich jetzt nochmal einen Gegner kriege, der... Keine Ahnung, Mann. Das reicht mit dieser Animation für dieses Ding. Match und Weekend League oder was? Amsterdam 0-2-0. Leute, wem das Film gefällt, kann aber gerne nochmal ein Like da lassen. Vielleicht kriegen wir dann die 500 noch zusammen. Fünferkette, Team sieht scheiße aus. Mein Team sieht absolut scheiße aus. Aber grüße Rotz-Team, glaube ich, ein ganz EFC 24. Aber mal gucken, ob er krass ist, ob er nicht krass ist. Aber das Team an sich ist gar nichts. Ehrlich, gar nichts. Das heißt, ich hau direkt Pressing rein und dann gebe ihm. Das Match könnte sogar sehr Spaß machen. Gucken wir mal. Ah, der ist zu die Anspielstation. Ah, macht er mit Grimaldometer. Wenn die E-Sportler RTG macht und gleich auf 99% Ballbesitz geht. Ja, Ronaldo. Er nimmt den mit. Oh. Messi spielt den raus. Cristiano. Ah, wir wollten den Freischuss haben. Oh, der Keeper sogar weiter ins Torwart-Eck gestellt, weil ich den aufs Tor kriege. Er springt zu früh. Uiuiui. Er hat alles gemacht. Oh mein Gott. Man kann den Freischuss nicht schlechter verteidigen. Er macht Mauer kleiner, hat die, glaube ich, gemoved, hat Keeper dann noch ins Torwart-Eck weitergestellt und er ist mit Mauer zu früh gesprungen. Der Tür hat Vogel komplett abgeschossen gerade. Boah, das war krass. Das war ehrlich krass, Cristiano. Gute. Ja, okay, wie komme ich darauf, Powershot dort zu machen, wenn man ein Jahr für ausholt, Digga? Keine IQ einfach. Egal. Oh, oh, Freischuss Challenge nochmal. Freischuss Challenge, die zweite. Treff ihn hier. Ja? Boom! Einfach so viel Power wie geht, hätte ich eine Millisekunde mehr aufgeladen, wäre der 8 Meter rüber gegangen. Eigentlich vom Power perfekt, aber anscheinend von wo der Ball getroffen wird. Hier der Messi. Er flankt den rein. Ach, ich bin so schlecht. Aber gegen den, okay, das war echt nochmal nice Idee, das Spiel nochmal zu starten. Gegen den macht Spaß, man hat schnell den Ball immer wieder. Mal weg hier, nochmal. Und dann hat man Spaß. Zack, okay, es gibt ihn rauf. Neymar, zack, zack. Was macht Neymar? Er macht einfach mal einen Chestflick ohne Sinn. Zack! Ronaldinho geht an dem Gegner vorbei. Ronaldinho geht nochmal zurück. Ronaldinho kriegt ihn auf den Kopf. Warum kriegt er ihn auf den Kopf, wie ein Idiot? Oh! 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 Boom! Ey, das ist die vercrackteste Karte, was Schüsse angeht, ne? Matthäus, so krank! So krank! Ehrlich, einer meiner Lieblingskarten einfach in diesem FIFA. Digga, ist einfach Larsen, Digga. Ich dachte gerade, das ist Ronaldinho, weil er so aussieht und so schnell ist und alles. Ich dachte einfach, das ist Ronaldinho. Wie random. Gibt's heute Morgen Hühnerfrikassee? Tschüss. Das ist nice. Ich hoffe, wir erwischen eine Tüte, wo auch gleich viel Hühnchen schon drin ist. Macht er. Was hat er vor? Ah, eigentlich gut gelesen gehabt. Leute, was macht ihr?
Warum stehen bei mir 30 Leute im 16er? Geht mal ein bisschen nach vorne, ey. Die denken, wir wollen bunkern oder was? Wir sollten einfach raufgehen. Weil. So, jetzt gehen wir auf seine Fünferkette zu. Bats! Ein Pass, ausgehebelt. Neymar, Triple Elastico, wird selten genutzt. Schöne Flanke. Scorpion Kick Pass und tschüss! Jetzt geht's aber los. Scorpion Kick Pass zur Hackenschuss zwischen den beiden Goats. Ich sag, das Tor hätte ich mir eingerahmt. Hab viele schöne Tore gemacht, aber das wäre was Besonderes gewesen. Erst recht, weil bei einer Flanke oder einem Pass, die normalerweise diese Scorpion Kick Animation gar nicht machen und auch die Schussanimation von Messi super selten ist. Aber diese, ich glaube, diese Combo, so wie sie gerade gemacht wurde, habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Und ihr wisst, wie viele Tricktore ich schon gemacht habe. Ne? Messi flankt den rein auf Cristiano! Trickschüsse gehen eh fast nie rein. Achso, okay, dann freut man sich umso mehr, wenn mal einer reingeht. Zack. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Schade. Ja, Messi. Nein, warum ist die so spät eingeloggt, diese Ballrolle? Mann, aber die reagieren auch so langsam. Ich muss einfach 5 Minuten vorher sagen, was der Gegner gleich macht und schon eingehen, Digga. Nicht, wenn der Gegner irgendwas macht, kann man auch schnell Ballrolle machen. Nee, immer ein Zeitlupe. Egal. Und der Waka Waka. Nein! Immer verletzt, meine Leute, immer verletzt. Why always verletzt? Digga, er foult einfach meinen Mitspieler. Er hat gar keinen Respekt auch. Er ist auch so einer, der einfach Tackling drückt, ganzen Tag lang. Ist so viel natürlich, ich kenne korrekt, Bruder. Danke, danke. Danke, danke, danke. No! Ist ja klein, aber wird schon. Krischer Bock. Nein! Er hat schon den Hackenschuss angesetzt! Tschüss, Gritsche. Er hat schon zum Haken, zum Rabona-Schuss ausgeholt. Dann ist der Ball noch weg. Dann ist der Ball noch weg. Sehr schade, diese. Sehr, sehr schade, diese. Egal. Gegen den kann man gut Fax machen. Hier hat man echt nochmal seinen Spaß. Hier kommt man richtig auf den Genuss der ganzen 5-Sterne-Skiller. Also Pro Army, ich kann es dir nochmal zeigen. Du bist ja gefragt wegen der Wohnung da. Ich habe sogar ein Video gerade von der Wohnung. Warte, hier. Das ist die Dachterrasse von der Wohnung, von meiner Wohnung. Das ist echt private Dachterrasse, die gehört nur uns da oben drauf. Mit Pool, Sonnenliegen, wenn das Wetter geil ist, mit Blick aufs Meer. Und hier hinten hat man noch so eine, so eine Chill-Ecke halt. Mit Grill und alles drum und dran, also übertrieben geil. Dann kann ich Dings. Mein Oldtimer demnächst auch wieder fahren, der ist ja ab April angemeldet. Dann fahre ich dort in der Gegend am Wasser die ganze Zeit so rum. Entspannt, Digga. Entspannt. Deswegen freue ich mich so auf Frühling. Da kann man die Dachterrasse wohl obvious im Winter nicht benutzen, weil was soll man da oben auf dieser Dachterrasse im Winter, außer sich den Arsch abfrieren. Und jetzt halt, im Frühling kann man da wieder einen entspannten oben machen, grillen, im Pool chillen. Was ist für ein Auto? MG, MGA von 1962, glaube ich. 60 Jahre alt, der Bree. War, glaube ich, mal in der Insta-Story. Ja, glaube auch. Schon ein bisschen her, aber ja. So vor einem halben Jahr oder so ist das Wetter noch ganz nice. Ja. Können wir machen, ja. Das ist verrückt. Das ist echt verrückt. Also die Wohnung ist komplett crazy.
echt verrückt, dass wir die gefunden haben und auch bekommen haben, so. Sehr, sehr geil. Digga, aber der lässt den noch aufdotzen, wie soll man da Time-Finish treffen? Aber wenn man keinen Time-Finish macht, kommt der Ball auch kacke. Deswegen habe ich so übertrieben Bock auf Frühling. Und der kommt halt jetzt. Noch ein paar Wochen, dann ist live gut wieder. So richtig gut. Los, Van Dijk, ess ihn. Friss ihn. Ja, Larsen ist einfach der beste Spieler der Welt. Bei der verherzten Event-Tag, danke, Sie. Übel geil, ja, das ist echt. Das Auto ist auch sehr frisch, freue mich auch drauf. Ist halt, dadurch, dass ein Oldtimer ist, macht da gar keinen Sinn, den im Winter zu fahren. Erst recht, weil es ja ein Cabrio ist. Deswegen ist es halt nur angemeldet von April bis Oktober, glaube ich. Und deswegen, bald ist ja April, paar Wochen noch. Junge, er tackelt schon wieder full ins Leere und kriegt dadurch am Ende den Ball, ne? Ronny. Hinter ihm lang. Okay, wir kriegen gar keine zwei Tricks mehr am Stück hin. Dann versuchen wir mal so ein Tor einfach. Hä? Ich renne nach oben, er spielt nach unten. Ein Dach hier. Shooter, I'm dumping the clip that I'm dipping. Hitting the mark with the weightiest art. I rage with my heart and it's right with my wrists. Cut up the pay with the real ones. I see a few million. We want it, we need it. Let's get it. Long live the niggas that get it. They live how they say it. A sentence, we really the trillest. Please don't pretend with that love that you send in this fuck. If you like me, I call me the Bennett. Ich bin einfach WM-Finale gerade. Wie spielt der? Ganz den Flügel wechseln, sobald ich komme, wieder nach hinten. Blatt hat Spiel um 10-0 bei Quali. Er denkt, es geht um 40 Millionen Euro. Ich hab die erste Hälfte zu sehr gelobt, ey. So schlecht! Ich spiel auf Ronaldo, macht einen Trick, ist ein Tor! Vollidiot, Digga! Guck mal, wo die positioniert sind! Das ist ein geisteskrank, Digga! Digga, also keine Ahnung, ist das derselbe Gegner wie in der ersten Halbzeit, aber gar keinen Sinn. Nein, das ist niemals derselbe Gegner. Er hat seinen großen Bruder gerufen und der spielt jetzt, als würde zum Leben und Tod gehen, Digga. Aber der spielt, ne? Ich krieg's nur Hausfall. Er hat einfach ein Wochenende deutsche Meisterschaft geguckt, seitdem spielt er nur Ruhebälle. Got you marine, she giving me streams. I dive in the stream. Fuck with a king, then you riding with me. Two door crew, red guts for the seats. Move like a sleaze man, racking a piece. She on a wine and dine and ting. She on a pristine jewel diamond ring. I'm on a big man flex, no arm out. Hermes bracelet, bringing the charms out. She got a fresh blowout with the part out. This type shit make you eat your heart out. So eat it up. After this bill, I'ma beat it up. You was suited up, now you suited down. When that ass move around, yeah, it's heating up. My twin flame. I can't picture you with nobody else. That slim frame. Savannah, yeah, I'll be a king, James. Let's get it. And you've been
down so long, we gonna buy nicknames. So get suited up like we call side out there. Ja, bei erster Halbzeit hatte Spaß seines Lebens, zweite Halbzeit tot. War nur noch zugeguckt, wie Flankenwechsel getätigt wurden. JPT? Nur noch ein schönes Blockturnier. Ja, woran sonst bei JPT? Achso, Joga Bonito meinst du? Ah, lol. Ja, hat das ja im Chat gesagt, irgendwas mit JPT, ein Job, Digga, ein Job, nicht im Abseitsstehen, es ist ein Job. Bang. Ich spiel einfach runter, Digga, und gegen den habe ich... Gibt's hier mal Verlängerung, das ist Quali, ne? Ah, gar keinen Bock auf Verlängerung gegen den. Ah, Bro. Boah, ich überlege bei 2-2 rauszugehen, 90. Gegen den Bock gar nicht. Die ganze Zeit nur Flügel wechseln, null Spaß haben. Bruder, man spielt mit 15 Mio-Karten, die sind zu dumm, sich zu drehen. Ein mit Bewegung, die mit dir, ich hätte das besser gemacht. Bewegung, Schuss, Tor. Hat der fette Schwanz dort für 13 Millionen, kriegt es nicht hin. Es ist zu krass. Mir geht's eigentlich gut, Digga, aber FIFA rasiert mich. Ich hatte so einen guten Tag, ich war so gut gelaunt, mich so auf Essen gleich gefreut, alles drum und dran, habe ich gesehen, dass ich, wenn ich ein weiteres Match mache, ich noch ein scheiß Pack bekomme in diesem Kack-Game hier. Jetzt spiele ich gegen einen, der Flügelwechsel geheiratet hat einfach. Mann! Renn nicht so dumm! Bleib am Kreis stehen, krieg den Pass, nimm ihn an, mach dein Tor! Dieser Laufweg hat alles gefickt! Wer programmiert diese Laufwege? Der Typ muss geistig hängen geblieben sein! Es ist zu krass! Nicht nur bei Verteidigern, die unnötig Abseits aufheben als Allereinzigste. Alle spielen auf Abseits. Irgendein Verteidiger hat immer in den Kuh von einem Toastbrot und rennt nach hinten und hebt das Abseits auf. Ne? Auch im Angriff, wie die laufen, ist zu heftig! Es ist zu heftig. Guck mal, Haaland! 8 Meter am Abseits aus dem Nix und ohne Grund. Ohne Not. Ohne Not. Was ist denn euer Problem? Bleibt stehen einfach. Ich mach doch den Rest. Was soll ich machen, wenn 8 Leute in Abseits rennen? Faggots, ey. Aber erst seit Spaß mal. Guck mal, wo die hinrennt, ne? Die sind so geistig, ne? Die sind so geil. Was sollte ich da spielen? Einen hohen Flügelwechsel auf Dings, an die Eck fahren oder was? Hä? Einfach nicht rennen wie Vollidioten. Digga, guck mal, wo Haaland im Rennen. Ich glaube, die Entwickler schauen Tennislaufwege an. Ich schwöre, die Eishockey. Ich schwöre, die gucken Eishockeylaufwege an. Weil da die Abseitsregel anders geht. Die ganzen Kanada-Entwickler von EA gucken nur Eishockey und denken, so wie die in Eishockey laufen, die Leute, so ist im Fußball bestimmt auch gut. Ja, dass der auch im Abseits steht hinten, der Messi, das macht auch wieder komplett Sinn. Kein Grund dafür.
Na, Mr. Seitenwechsel? Wo sind deine Seitenwechsel? Starkes Ding, gut gesehen. Und er platzte. Ja, wer spielt denn so? Auch mal verlagern. Viel Platz jetzt hier. Sehr schön. Ah, ich sehe Platz. Da ist Platz. Ah, erstmal zurück. Ah, merkst du Bock gar nicht. Bock null. Weil man nichts dagegen machen kann. Das ist die größte Schande seit der Erfindung von Fußball, ohne Witz. Ja, schnell Ball verlieren und dann wieder dumm hinterher gucken. Ich kenne doch dieses Gefühl, Bock gar nicht. Flügelwechsel ist viel zu einfach und sie stehen immer frei und alles. Vor dass die Zeit hinter mir gelassen habe, dass ich so ausgelassen bin. Ich spiele auch nicht mal mehr Weekend League, also ich nehme das Spiel an sich nicht ernst, ne? Aber wie kann man das hinkriegen? Ehrlich. Macht schon Sinn, dass so wenig Leute wie noch nie auch FIFA spielen, FIFA gucken, keine Ahnung was. E-Sport so wenig juckt wie noch nie und alles drum und dran. Weil nur die nervigen Sachen immer gut sind, so Tricks und so werden immer schlechter gemacht, so nervige Sachen auf Ball spielen, hinten rein bunkern, Flügelwechsel, dieser Übermüll, der wird immer besser gemacht. Crazy. Wie alt bist du? 27? Ich dachte, du bist mal einer der wenigen Spaß am Spiel. Ich habe auch eigentlich Spaß am Spiel, aber wenn es Dings zu nervig wird, diese Flügelwechsel. Wenn man gewinnt einen Ball, er drückt 80 Mal Tackling, gewinnt dadurch irgendwie den Ball, man wird Flügelwechsel, Bro. Oh, wie soll man Spaß haben? Das geht gar nicht, ist unmöglich. Tschüss. Ist unmöglich. Wir haben gleich 3 Stunden erreicht. Wir sind gleich bei 3 Stunden Streaming. 3 entspannte Stunden. Der wird nie weggehen. Ich belasse es dabei. Aber wie kommen wir auf die Idee, eine Price Match zu erhöhen? Der Typ war 300.000 wert. Die haben einfach aus der Nix der Price Match auf mindestens 400.000 gehoben. Und jetzt kauft den keiner mehr. What? What's the point? Aber wir haben jetzt wirklich dieses eine Pack. Guck mal, dieses eine Pack haben wir jetzt als Belohnung bekommen. Dafür, dass wir jetzt dieses Match gemacht haben. Dafür, dass wir nochmal einen guten Dachi hatten. Auf Hochdeutsch, man sagt Dachi. Dachi hatten wir jetzt nochmal. Egal was, selbst wenn die mir jetzt ein garantiertes Eigenpack geben würden, dafür, dass sie noch ein Match mehr machen, naja, die Chelsea wird toll, ne? Guck ich mal rein. Lol, ein Al-Nassr, rote Karte. Al-Nassr gegen Al-Ain, ich glaube, ich guck das gleich auch, wenn ich am Essen bin. Palmer, Digga, wie krass ist Palmer? Heftig, warte mal, was ist denn das jetzt für Pack, was wir bekommen haben? So für 3 Non-Rares habe ich mir das jetzt angetan, aus. Kann man irgendwann nochmal Gewinnspiel in deiner Story? Ja, bestimmt, also wenn's so bestimmt. Ich hatte ja einmal diesen Monat, wie hieß er? Gönn-Januar, wo ich im Januar 31 Tage lang jeden Tag was verlost habe. Teilweise sogar richtig stabile Sachen, so Gaming-Stühle und so an einem Tag, das wäre crazy. Also zwischendurch mal kleine Gewinnspiele, die werden eh kommen. Das war gleich das Pack, was ich bekommen, oder? Ne, ich glaube das andere. Ja, und da habe ich den Stuhl her. Ehrlich, hast du den Stuhl gewonnen damals? Lord, das ist crazy. GG.
Ich hatte 31 verschiedene Gewinne, ich war auch voll kreativ. Jeden Tag habe ich mir irgendwas überlegt, Digga, was man an den Tag gewinnen konnte. Ich habe Controllerverluste, Stuhlverluste, ich habe Fußbälleverlust, Fußballtrikotsverluste. Das war ehrlich ein kranker Monat. War das der Monat, bevor ich nach Thailand gegangen bin? Kann sogar sein. Das war ein wilder Monat, ey. Das war. Ja. Das war crazy. Leute, das war's heute von dem Stream. Danke, dass ihr am Start wart. Danke, dass ihr mit am Start wart. Freut mich. Denkt dran, wer günstige PS1-Cards, Gamekeys oder so haben will, kann die mal bei meinem Partner Neva kaufen. Mit jedem Kauf für meinen Link in der Beschreibung supportet man mich. Das wären eh Gamekeys, PSN-Cards. Man kann sogar IKEA-Karten und so Shit hier günstiger kaufen. Wenn man sowieso sowas kauft, dann spart man hier sogar. Und man unterstützt mich mit jedem Kauf für den Link. Danke dafür. Und zu guter Letzt auch nochmal einmal erwähnt, Fortmob Download. Wer Fortmob noch nicht hat, die beste Fußball-App. Der Link ist auch oben im Chat, oben in der Beschreibung. Danke an euch. Schönen Abend euch noch. Ich werde jetzt auf jeden Fall mir den Rest von Alnas hergeben. Hat Alnas sehr kassiert gerade? Lol, Alnas sehr kassiert jetzt in Unterzeit. Okay, bei Alnas sehr ist, glaube ich, der Lachs gegessen, außer Cristiano Ronaldo dreht nochmal um. Ich will vielleicht auf Chelsea, wenn ich gleich Hühnerfrikassee esse und mit meinen Katzen chill. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Macht's gut und wie gesagt, gerne Fortmob Download. Nochmal Link ist im Chat, Link ist oben. Könnt ihr mal kostenlos austesten, die Fußball-App ist ein nicer Partner, ist eine geile App. Deswegen freue ich mich über jeden, der die App einfach mal testet, kostenlos, über die Links. Nice. Leute, macht's gut, haut rein. Ciao. Kamera wieder an, moin. So, jetzt müsste der Stream ausgehen. Nochmal, ciao.